Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part, einem neuen Stream von Pokémon Alpha Saphir in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Und Lakshya ist wieder mal dabei. Hi Lakshya, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, der letzte Stream war jetzt so, ich bin auch da. Der letzte Stream war nicht so gut leider. Bin sauer wegen gestern. Warum bist du sauer wegen gestern? Oh, wir müssen heilen, sehe ich gerade. Der letzte Part war jetzt leider, oder der letzte Stream war halt leider nicht so erfolgreich. Ich war megamäßig müde, fertig und ich fühle mich viel besser, wa? Nein, Quatsch, alles wieder gut. Ich habe eine gute Mütze Schlaf mir geholt. Und jetzt geht's mir definitiv besser. Ich bin viel, viel motivierter. Weil du gesagt hast, du streamst nur Dienstag, Donnerstag und am Wochenende. Ja, aber ich habe ja Donnerstag nicht gestreamt, deswegen dachte ich, komm, mache ich Freitag. Du kriegst doch die Benachrichtigung, oder nicht? genau, jetzt bin ich wieder fit, jetzt können wir echt wieder angreifen. Aber Lakshya, du hast nichts verpasst. Ich habe im letzten Stream einfach, falls du dir Video on Demand nachgeguckt hast, nein, ich habe keine bekommen. Dann hast du wohl keine Follower-Einstellungen drin gehabt. Du hast doch jetzt eine bekommen wahrscheinlich, oder? In diesem U-Boot war es echt eng, jetzt habe ich überall blaue Flecken. Ja, auf jeden Fall, du hast nicht viel verpasst. Im letzten Stream haben wir echt nicht viel geschafft. Ich habe einfach nur den Stream gebraucht. Oh mein Gott. Die Anzi. Ich habe nur den Stream gebraucht, um das verdammte U-Boot zu finden. Und das war halt einfach Katastrophe. Und, oh Mann, die Anzi. Wie reagierst du auf Wasser? Du müsstest doch bestimmt Gestein sein, oder? Nein, aber gewartet bis hier. Bis da stand live. Echt? Ja, da musst du mal bei deinen Einstellungen mal gucken. Weil normalerweise geht eine Benachrichtigung tatsächlich raus an die Follower. Dafür ist es ja da, dass der Stream anfängt. Deswegen guck mal in deine Einstellungen. Hast du nie eine Benachrichtigung bekommen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil du bist ja immer up to date. Du hängst ja nicht die ganze Zeit am Handy. What the fuck war das gerade? Ja, wäre ich da gewesen, hättest du dich schneller gefunden. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Das ist verdammt U-Boot. Ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, was genau das Problem war. Normalerweise geht eine Benachrichtigung raus. Oh. Guck mal da. Ich glaube, ich gehe lieber raus, weil... Oh, wei, komm. Oder? Ne, wir heilen uns lieber. Aber ein Supertrank sollte eigentlich ausreichen, denn ich glaube nicht, dass Kogmada irgendwas hat, was No Flower unbedingt schaden könnte. Sein, der holt auf einmal die Metallklaue raus oder so. Hyperzahn! Oh. Meine Güte. Geh auf Mondgewalt. Ist Stab und dann haut es ihn weg. Ich weiß nicht, ob er Unlicht ist, aber... Naja, selbst wenn. Okay. Was? Ich wollte mich schon freuen. Ich habe nie eine bekommen, sagst du? Oh Mann, aber du bist doch, du folgst auch anderen Streamern, oder? Dann guck mal, ob du da eine Benachrichtigung bekommen hast, weil irgendwas... Komisch, mach mir jetzt keine Angst, nicht, dass ich jetzt irgendeinen Fehler gemacht habe. No Flower Level 45, das ist doch schon mal ausgezeichnet und das war Max. Diese Niederlage hat mich schwer getroffen. Das gibt blaue Flecken. Mitten im Herzen. Alter. Was ein Bullshit, der da labert. Wir haben auch ein kleines Problemchen. Wir haben nicht so viel Kohle tatsächlich. Das heißt, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen... Nicht am Limit, aber wir haben nicht mehr so viel Heilung. Hier ist eine Höhle. Hä? Ja, Touren, da bekomme ich auch keine. Bin nur bei dem Discord und deswegen komme ich dann immer live. Aha. Jetzt haben wir den Übeltäter. Da liegt es an deinen Einstellungen tatsächlich. Erwischt! Hahaha! Eindringlinge besichtet. Es war eine gute Idee, die Gegend im Kreis zu patrouillieren. Moino, sorry, dass ich die letzten Streams verpennt habe. Hey, Rumerion, es ist schön, dass du dabei bist. Drisella! Okay. Ey, wir haben noch nur Flower vorne. Das ist nicht so gut. Schön, dass ihr beiden dabei seid. Das ist doch immer klasse. Lohe Kanonade und dann sollte eigentlich Drisella kein Problem sein. Taumeltanz. Okay, scheiße. Das ist nicht gut. ich würde sagen, wir bleiben bei Lohe Kanonade. Klar, wir müssen eine Runde aussetzen danach, aber dieses Drisella sollte eigentlich schnell erledigt sein. Wenn wir denn auch mal irgendwann mal angreifen. Was jetzt nicht so unbedingt der Fall ist. Mann, Mann, Mann. Und es regt mich tierisch auf, dass ich zwei VM-Sklaven im Team habe, ne? Das ist halt so fucking gefährlich. Also wirklich fucking gefährlich. Da brauchst du Taucher.
Und Stärke und Zertrümmerer. Ich hasse, manchmal hasse ich Pokémon für solche Sachen. Ohne Scheiß. Ah, so. Ja, komm, mach deinen Megasauger. Saug mich aus. Sorry. Und dann können wir ihn entspäschen. Oh, das ist ja fantastisch, Pokémon. Ich habe bis jetzt nie die Ehre eines Pokémon. Und jetzt ist der Bree fast am Ende. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Ja, ein bisschen doof. Aber was heißt fast am Ende? Ich versuche heute die Story zu machen, klar. Story-Finale, dass wir Omega oder Alpha, keine Ahnung wie es heißt, Kyogre machen. Und wir müssen ja eh noch zur Liga und alles. Also, wir haben noch ein paar Routen vor uns. Mach dir keinen Kopf. So. Also müssen wir hier durch. Und ich habe hier einfach keine Ahnung. Haben wir eigentlich einen Schutz aktiviert? Ich hoffe doch. Wirkt noch, okay. Ist das Story-Finale? Ja, ja, es ist das Story-Finale, klar, aber... War das ein Fehler? Hätte ich da rechts gemusst? Da kann ich gar nicht. Okay, das hat nichts gemacht. Genau, Story-Finale endet hier, aber das ganze Projekt endet ja nicht, ne? Es ist ja nochmal ein Unterschied tatsächlich. Also keine... So, ich kann hier runterspringen. Warum sollte ich das tun? Du bist echt hartnäckig, uns bis zum Meeresgrund zu folgen, aber bis hier nur nicht weiter. Danach Gym 8, Siegestraße und Liga. Ja, Chomerion! Das dauert noch! Also ich rechne mal mit mindestens 5 Streams noch, ja? Also, ich flitze da jetzt nicht durch. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ja, von daher, ich habe immer noch fucking No Flower vorne. Das geht mir ganz echt auf die Eier. Okay, Blättertanz. Das war's. Ja, nee, also, wart erstmal ab. Und danach ist es ja noch nicht mal ganz zu Ende, ne? Es geht ja immer weiter. Ist ja nicht so, ich sage, oh, jetzt habe ich aber genug gestreamt. Oh mein Gott. Jetzt habe ich genug gestreamt, jetzt verpisse ich mich. Da kommt ja noch... So, die nächsten Pokémon-Projekte sind ja geplant. Abschlag. Das ist ziemlich viel Damage. Und wir können nicht aufhören zu, zu angreifen. Delta-Episode, stimmt. Delta-Episode? Ja, genau, das wird lustig. Hey, hey, warum wisst ihr von etwas, was ich nicht weiß? Was zum Fick? Was für eine Delta-Episode? Wovon redet ihr? Dann packen wir mal einen Raid nach vorne. Egal. Boah, wie ich das hasse, ne? Weil wir die Spiele durchgespielt haben, im Gegensatz zu dir. Ja, das ist Fakt, tatsächlich. Aber egal ist 48, mein Freund, ne? Ich hasse es ja. Das ist so... Hier war ich doch. Bin ich doof? Das ist so, wenn man mit einer Frau zu tun hat, ja? Und, die ist voll sauer auf dich. Aber sie sagt dir nichts. Und du fragst dann, hey, bist du sauer? Ja, vielleicht. Ja, warum? Egal. Oh, oh, schön. War easy mit meinem Level 100 Pokémon. Nach der Liga kommt eine Szene. Ach so, okay. Oh Gott, ich hasse alles, was ich jetzt hier gerade gesehen habe. Ah, und den Dude haben wir schon bekämpft. Okay, pass auf, pass auf. Ich hasse alles, was ich hier gerade sehe. So, der Weg muss mich nach dahin führen. So, hauen wir das erstmal weg. So. Hier komme ich ja nicht durch, ne? Ich müsste also eigentlich von da oben rechts kommen. Sonst kann man es knicken. Ich schreibe die Worte, wie ich sie spreche. Alles gut. Achso, oh. Hä? Ich hätte nicht gedacht, dass man da lang gehen kann. Meine Güte. Okay. Das heißt, wir machen jetzt den Weg frei. Ich weiß nicht, warum ich diese Trümmer reingesetzt habe. Es war gerade echt richtig hart unnötig. Ja, aber das bringt doch nichts. Hä? Wie soll man das denn... Ach so! Ja. Tja, Rätsel und Bilamba. Das sind so Sachen... Fantastische Sachen sind das. So. Und dann haben wir dich noch runter. Und dann ist das Rätsel gelöst. Meine Gegner sind zu easy. Ja, das hatten wir eben auch. Hier komme ich ja her. Dann gehen wir nach oben. So. Oh, fantastisch.
Ein Surfrätsel. Mmh, ja. Oh. Oh, da kommt mir gleich alles hoch. Oh, fuck, man, nein. Hey, reiten wir auf der Welle? Was passiert hier? Okay, Item. Samenbomben! Ja. Samenbomben. Da können wir hier nach oben. In jeder Wunschklinik gibt's die auch. Entschuldigung. In jeder Wunschklinik. Okay. Holy fucking... Was? Pflanzensamen. Hey. Hab ich doch gemeint. Wer bist du, du Winzling? Wie bist du hier reingekommen? Nicht diese. Wer weiß? Was glaubst du denn, wie die Pokémon entstehen? Wie werden Baby-Pokémon gezeugt? Irgendwoher kommen die Eier? Hä? Schon mal darüber nachgedacht? Ich stelle die wirklich wichtigen Fragen, ja? Erdbeben? Galapafloss ist dann weg. Sollte man von ausgehen, wenn ich Robustheit... das will ich nicht wissen. Doch, wir müssen mal drüber sprechen. Das ist ein Thema, das wird hier viel zu wenig angesprochen, ja? 18 plus? Ja, der Stream ist als solcher gekennzeichnet, ne? Oder warum siehst du hier keinen Sechsjährigen, der sagt, oh, tolle Pokémon? Oh Mann, schon wieder Wasser-Pokémon. Ich glaube, wir sollten jetzt mal lieber abhauen. Zwar ist Lamos jetzt nicht so das gefährlichste Wasser-Pokémon, aber wir wollen ja nichts heraufbeschwören, oder? Aber wir haben da so einen Spezialisten, der kann so ein paar Attacken, habe ich gehört. Maxim. Aquavelle. Und das hätte Enraib, ich will nicht sagen gekillt, aber doch. Soll ich meine Schwester holen? Du hast eine Schwester? Das ist normalerweise so eine Frage, so beginnen Pornos. Und ich weiß das, weil ich es weiß. Welches Pokémon-Spiel kommt denn als nächstes? Das ist eine ausgezeichnete Frage, mit der ich mich noch nicht beschäftigt habe, tatsächlich. Ich habe ja eigentlich, glaube ich, in allen Streams besser gesagt, aus Grockler. Boah, was bist du? Bist du Flugboden? In jedem Fall mach ich mal Psychokinese. Komm. Ich habe, die ist 12. Ja. Okay. ich hatte tatsächlich vor Pokémon Sonne und Mond. Weil ich es weiß. Ja. Ich habe vor, Pokémon Sonne und Mond auf jeden Fall noch zu streamen. Ob das als nächstes kommt, keine Ahnung. Ich habe das zwar privat gespielt. Das war eigentlich komplett unnötig, was ich gerade gemacht habe. Kann ich auch nichts machen, ne? Ich kann ja weder nach rechts oder nach links. Okay. Ich wollte eigentlich Ultra Sonne und Mond spielen, weil ich es nie gespielt habe. Aber ich dachte mir, damit ich bei Sonne und Mond wieder so ein bisschen mehr reinkomme für Ultra Sonne und Mond, ne? Dachte ich mir, es wäre besser, wenn ich vorher Sonne und Mond zocke, damit ich Ultra Sonne und Mond besser verstehe. Ne? 19 seit 6 Tagen. Du bist 19? Wahnsinn. Lass ich mal kurz gucken. Hä? Das jetzt mache. Ich hoffe, das ist richtig, was ich gerade mache. Hey, es war richtig. Hey! Wuhu! Auf jeden Fall. Ich muss mich gerade echt konzentrieren, es tut mir leid. Ich wollte Ultra Sonne und Mond auf jeden Fall streamen, aber davor muss ich quasi Sonne und Mond zocken, damit ich einfach wieder das Gefühl bekomme für die Ultras. Ist das hier langsam Story-Finale? Worauf ich jetzt gerade... Also wirklich jetzt... Kommt jetzt der nächste Bosskampf? Hab ich ein bisschen Angst vor. Dass ich unvorbereitet da reingehe. Ansonsten Schwarz-Weiß. Und Schwarz-Weiß 2 natürlich auch. Meine Güte, wo sind wir denn hier?
Das kommt auf jeden Fall noch und Nachahmer. Ach, wie heißt es denn nochmal? Heart Gold und Soul Silver. Habe ich, glaube ich, selber privat nie gespielt, tatsächlich. Ich habe, ist kein Scheiß, ich habe die Remakes nie gespielt. Nur das Original, Silber und Gold und Kristall. Aber Heart Gold und Soul Silver hatte ich tatsächlich vorgehabt. Das steht auf jeden Fall ganz hoch auf der Agenda. Soll ja auch gute Spiele sein, deswegen. Bleiben wir bei Enraib? Bleiben wir bei Enraib. So. Um das, ich hoffe, das hat deine Frage erklärt. Ich habe keine Ahnung, was im Projekt kommt. Alpha Saphir läuft ja noch ein bisschen. Ich wollte aber noch was anderes zocken, tatsächlich. Weil weg von Pokémon gehen. Da hatte ich auch so ein paar Spiele. Ich habe, also ich habe hier, könnt, seht ihr jetzt nicht, aber ich habe hier so Regale vor mir hängen. Und dort sehe ich die ganzen Games. Ja? Und ich habe da so ein paar Perlen, wo ich ja richtig Bock drauf hätte. Ist aber halt die Frage, wie da die Begeisterung für wäre, wenn ich sie spielen würde. Ja? Also, ja. Okay, das sieht ziemlich nach Endkampf aus. Fuck, der Legi auch schon? Das kann nicht sein, der ist erst in dieser Uhrzeithöhle. Ja. Ich habe Heart Gold auf Englisch. Auf Englisch? Warum hast du das auf Englisch? Sieh an, das ist also der große Mark. Was für eine Witzfigur. Ach ja, du. Junge. Okay, das heißt, Bosskampf. Das heißt, ich sollte möglichst voll heilen, weil ich glaube, dass wir vom Level her Probleme bekommen könnten. Weil Amazon mich verarscht hat. Oh, 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 das ist natürlich nicht so gut. Oder hast du die Beschreibung nicht richtig gelesen? Das kann natürlich auch oft der Fall sein. Knie nieder, du Wurm. Oh Mann, das war gerade eine ziemlich böse Perspektive, wenn ihr mich fragt. Du Mieser, bei dir bleibt mir echt die Spucke weg. Ich würde dich ja gerne über den grünen Klee loben, Kindchen. Aber mir fehlen einfach die Worte. Keine Ahnung, ich bin überfordert damit. Ja, das Internet ist für uns alle noch Neuland. Trotzdem nochmal zum Mitschreiben. Saubere Arbeit, Kleiner. Hab Soul Silver nur als Randomizer gespielt. Oh, schön. Schön. Und damit meine ich, ist da... Vielleicht hilfst du mir ganz kurz, Rumerion. Bis zu welcher Gen ging es eigentlich? Also, ist da noch, ist da Sonne und Mond mit dabei? Ist die Alola-Region mit dabei schon gewesen oder war es noch die Generation davor? Also, ist das noch Gen 5? Ich habe keine Ahnung, welche Gen das ist, deswegen. Und damit meine ich nicht nur das, was du heute geleistet hast, sondern einfach restlos alles. Deshalb hast du auch als allererster die Ehre, meinen neuen Kumpan kennenzulernen. Das urzeitliche Pokémon Kyogre. Oder Kyogre, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Na, da schluckst du erstmal was? Was ist das für ein Stream? Schau genau hin, ist es nicht einfach wunderschön? Es hat all die Jahre im azurblauen Meer geschlummert. Soul Silver ist zweite Gen. Silber ist zweite Gen. Aber welche Pokémon sind drin? Bis zu welcher Gen? Das meinte ich eigentlich. Wenn du wüsstest, wie lange ich diesen Augenblick herbeigesehnt habe. Die Menschen sind selbstsüchtig und gierig. Mit ihrem maßlosen Treiben haben sie die Natur und die Pokémon immer und immer wieder wie Dreck behandelt. Und jetzt haben wir den Salat. Wir leben in einer Welt, die von Grund auf falsch ist. Aber jetzt habe ich endlich ein Mittel, um alles wieder in seinen Urzustand zurückzuversetzen. Lange habe ich den ganzen, habe ich den Tag herbeigesehnt. Bis Gen 2. Ja, nee, nicht falsch verstehen. Bis Gen 4 Pokémon müssen das sein. Ja, ja, das wollte ich wissen. Danke, Rumerion. Das wollte ich nämlich wissen. Ja, ja, genau. Bis Gen 4 ist nämlich, also ich wusste nicht genau, welche Gen, aber wenn du Randomizer reinpackst, kriegst du halt nachher noch diesen Nationaldecks oder so, oder keine Ahnung, wie die das dann nennen, und auf einmal spawnen ganz andere Pokémon noch. Deswegen, also Soul Silver ist nicht nur zweite Gen. Das weiß ich auch. Ich wusste nicht, welche Gen aufhört. Feuerrot ist bis Gen 3. Genau, genau. Lange habe ich einen Tag herbeigesehen, an dem die Kraft von Proto-Kyogre mein sein würde. Und jetzt ist es soweit. Aber bevor ich die Korken knallen lasse, muss ich noch ein letztes Hindernis beseitigen. Und zwar dich. Meine Pokémon und ich werden mit allen Tricks kämpfen, um dich ein für alle Mal loszuwerden. Bild dir bloß nicht ein, du wärst hier der Einzige, der eine Mega-Entwicklung auslösen kann. Nicht heute, mein Freund. Was zum Teufel? Am Schlotberg hat es leider nicht geklappt, aber jetzt zeige ich dir endlich, was mein Team und ich wirklich drauf haben. Oh, ich zittere. Danke für die Info, ich spiele die normalen Spiele. Amateur. Rin, sorry. Oh, Jacqueline. Oh doch. So, auf welchem Level bewegen wir uns denn? Ich glaube schon so 45, oder? Was ist das für ein Hintergrund, Alter? Ich wusste nicht, dass wir auf Perukaville sind. Klappe. Level 41? Das überrascht mich jetzt gerade. Oh, doch, müsste doch normal sein. Oder haben sie es auch zu fehl gemacht mittlerweile?
Zwango? Was ist das denn für eine Attacke? Was ist ein Tollpatsch für eine Fähigkeit? Komische Sache das. Und das war Ordoch. Neno Mega ist Fee. Ordoch hat eine Mega-Entwicklung? What? Was ist das denn? Wer hat sich ge... Ah, was? Niemals hat Ordoch... Nein! Das gucke ich jetzt nach. Das glaube ich dir jetzt nicht. What? Was? Es gibt Mega Ordoch. Was? Ja, moin. Da muss ich aber los, ey. What the fuck? Wer hat sich bei Game Freak... Hä, sowas weiß... Willst du mich verarschen? Sowas weiß man? Nein! Wer hat sich bei Game Freak gedacht? Oh doch! Das Ding braucht eine Mega-Entwicklung. Alles so. Der Mann hat's kapiert. What? Ich bin so baff gerade. Also, Wahnsinn. Oh, doch, hat eine Mega-Entwicklung, ey. Okay. Kommen wir alle mal jetzt runter, ja? Der ist alt, der weiß das nicht. Oh, ja. Ich bin alt. Das ist halt einfach so. Yo, die Hydro-Puppe hätte Endrahim mal voll auseinandergenommen. What? Trifft natürlich auch, ne? Ist ja klar. Also, ey, kommen wir alle jetzt mal runter. Wir haben jetzt gecheckt, dass Ordoch eine Mega-Entwicklung hat. Das ist ein Schock. Für mich auch, Freunde. Wie für euch auch, offensichtlich. Nicht. Kommen wir alle mal runter. Chillt mal euer Herz. Scharfax, meine Güte. So, Scharfax. Du bist auf jeden Fall Drache. Aber du hast noch einen Untertyp. Bist du Boden? Du müsst, glaube ich, Boden sein. Gucken wir mal, was die Psychokinese bringt. Nicht viel wahrscheinlich. So viel, dass er fast down geht, aber ist okay. Mach du deinen Drachentanz. Der ist rein Drache. Entschuldigung? Wird er nicht später zu irgendeinem Bullshit-Ding noch? Mantax oder wie der heißt dann? Ich weiß nicht, wie der heißt. Müsste doch Mantax heißen, oder? Ne, Mantax war doch was anderes. Ich weiß nicht mehr. Mantaxa? Ne, das ist die Soße. Ich bin heute besonders lustig drauf, ihr merkt das schon. Level 43 Gewaltro. Boah, ich hab nur geschwätzt. Natürlich hast du Scanner. Wir müssen ihm Pokémon Nachhilfe geben. Offensichtlich. Schick mich am besten nach Hause. Hat keinen Sinn mehr. Wohl eher Gen 6 Nachhilfe. Ja, ja. Was soll ich dazu sagen? Oh, fantastisch. Du bist zu Hause. Vielleicht. So, das war Gewaltro. Das war ein ziemlich einfacher Bosskampf, muss ich sagen. Hut ab! Wo ist der Pinguin hin? Du meinst Kinguin? ich habe ihn ausgetauscht durch Landtorn. Weil Landtorn... Keine Ahnung. Ich glaube sogar Kinguin konnte nicht Taucher lernen. Ich glaube, das war so. Ha! 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 Jetzt wird er wahnsinnig. Nein, hinter dir. Ach so! Ach so! ich dachte gerade hier, hä? Was für ein fucking Pinguin? Ja, das, kennst du den Pinguin nicht? Das ist, wenn du Rubbellose kaufst bei dem Lotto-Händler deines Vertrauens, dann kannst du so, Schablonen, sage ich jetzt mal, Pappdinger kaufen. Und dann steckst du dann die Rubbellose da rein. Jetzt kommt Cordula. Oh, wei. Da steckst du halt die Rubbellose da rein. Und dafür ist der Pingu. Und der war halt jetzt leer, ne? Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo der Pinguin ist. Sagen wir, wie es ist. Keine Ahnung. Hättest du nichts gesagt, hätte ich wahrscheinlich in 2 Jahren erst gemerkt, Pingu ist weg. So, der wird jetzt richtig wahnsinnig. Fanatisch. Sagt er selber schon. Nein, nein, er sagt natürlich fantastisch. Von einem selbsternannten Helden wie dir hätte ich nichts anderes erwartet. Aber weißt du was? Wenn du denkst, dass ich jetzt einfach das Handtuch werfe, hast du dich geschnitten. Denn mit Hilfe des blauen Edelsteins werde ich Kyogre aufwecken und dann endlich die Welt wieder in ihren Urzustand zurückbefördern. Los, Kyogre, aus den Federn, alte Schlafmütze. Aus den Federn, alte Schlafmütze?
Freunde, so hat euch vielleicht eure Mutter geweckt, wenn ihr 4 wart, ja? Vielleicht heute noch, aber... Scheiße, diese Dialoge hier. Boomer, ja, endlich sagt's einer. Versetze diese Welt wieder zurück in ihren Urzustand. Aus dem Fehlern, alte Schlafmütze. Was auch gut ist, ist zum Beispiel, Fenster zu! Wir heizen schließlich nicht den Garten! Junge! Oh, Cordula Blau. Cordula? Es reicht, hör auf damit! Wann begreifst du endlich, dass die Welt, von der du träumst, rein gar nichts mit der zu tun hat, die Kyogre erschaffen wird? Cordula! Ich dachte zumindest, du würdest mich verstehen. Meine Güte, wird das jetzt hier gerade zu Love Story? Sieht aus, als könnte ich jetzt nur noch einem Lebewesen auf dieser Welt vertrauen. Und zwar Kyogre! Sauge die geheime Kraft des blauen Edelsteins in dich auf und führe die Protomorphose durch. Schöpfe dein volles Entwicklungspotenzial aus, das Potenzial, das du vor Urzeiten verloren hast. Hey, wollt ihr in die Kommentare mal schreiben, was Kyogre gleich sein wird? Weil es ist ja ein Random Encounter. Das wäre jetzt interessant zu wissen, was das nachher wird. Latias war ja auch, glaube ich, Steurak. Deswegen. So interessant dann. Oh, Zwischensequenz. Dafür nehme ich einen Schluck köstliches Wasser zu mir. Barschwa. Ich bitte darum. Habt ihr gerade gesehen, wie der die Kamera gegrinst hat? Ist nicht schlecht, die Zwischensequenz. Es ist immer noch der 3DS, Freunde. Schlecht ist das nicht. Oh nein, es steuert doch nicht etwa Xerenowil an? Oh. Besser als Karmesin und Purpur. Zumindest die Bäume. Endlich! Endlich habe ich es geschafft! Diese unfassbare Kraft, aber ist die Protomorphose noch nicht mal vollständig abgeschlossen. Jetzt kann die Welt wieder so sein, wie sie früher war. Auf in ein neues Zeitalter. Was passiert hier? Yo, ich krieg gerade eine MMS, weil das die hippen Kids immer sagen. Was zum? Unsere Mitglieder draußen melden sich. Ja, was gibt's? Oh, es hat begonnen. Es regnet. Riesige Wassermassen, die vom Himmel herabprasseln. Ja, das ist ja der große Regen. Der Prozess nimmt seinen Lauf. Der Soundtrack gleich draußen in Omega Rubin geiler. Ich muss mir Omega Rubin erst holen. Na gut. Was sagst du da? Der Regen ist viel stärker als erwartet? Unmöglich. Wie soll das denn erst werden, wenn die Protomorphose vollständig abgeschlossen ist? Mein Gott, sind wir hier im Biounterricht? Egal. Behaltet die Lage einfach weiter im Auge. Adrian, was ist da draußen los? Ich kapiere das einfach nicht. Kyogre wurde mit dem blauen Edelstein erweckt. Eigentlich. Eigentlich sollte die Welt jetzt wieder ihren Urzustand annehmen und zu einem Paradies für Pokémon werden. Wirst du Sonne und Mond normal spielen oder auch Randomizer? Also bitte, die Frage stellt sich doch gar nicht. Randomizer, Nuzlocke Challenge, ist klar. Ich meine ganz ehrlich, ich habe es ja normal schon gespielt. Hm? Deswegen weiß ich eigentlich, was passiert oder beziehungsweise was für Pokémon da auftauchen. Also eigentlich habe ich diese Gen überhaupt nicht im Kopf, ab Sonne. Die Pokémon sind, ich kenne Kapuriki und sowas, ja, aber das der Rest halt gar nicht, so Wuffels und sowas. Habe ich halt gar nichts im Kopf. Du gehst so drauf beim Boss. Redest du jetzt bei Sonne und Mond oder jetzt hier? Auf jeden Fall wollte ich dann randomisen und eine Nuzlocke-Challenge draus machen. Deswegen, also, meine Streams mit Pokémon werden immer Randomizer-Nuzlocke-Challenge sein, weil das einfach nochmal was anderes ist. Sonne und Mond, okay. Weiß ich gar nicht mehr. Ich fand damals schon die Story aber halt komisch, als die Ultra-Bestien kamen. Das fand ich nicht. Kann ich mir nichts mit anfangen. Paradies für Pokémon werden, aber Adrian, du hast die Macht Kyogres ganz offensichtlich unterschätzt. Was soll das heißen?
Sag dir, was das heißen soll. Um alles Leben auf unserer Welt in seinen naturgemäßen Urzustand zurückführen zu können, muss Kyoga zunächst alles Leben auf diesem Planeten auslöschen. Kommandutan ist W-Affe. Kommandutan, kenne ich auch noch. Ist das dieser lila Affe mit dem Hanfwedel? Und dann gibt's ja noch den einen, der ist doch Quarterback? Quarterback? Das ist doch, glaube ich, der Footballer, ne? Affe, ne? Meine ich. Uns erwartet schiere Verzweiflung und Aussichtslosigkeit, das unabwendbare Ende aller Dinge. Zu denken, ausgerechnet du könntest die Kraft des urzeitlichen Pokémon kontrollieren, war töricht. Das hatte ich schon befürchtet. Aber Schuldzuweisen helfen uns jetzt auch nicht. Wir sollten erstmal schleunigst Land gewinnen. Das gilt auch für dich. Los, ist sie weg! Sind wir wenigstens draußen oder sind wir einfach nur vor der Höhle jetzt? Für mich einfach Affen. Es ist im Grunde so. Es sind Affen. Das ist einfach schrecklich, ist das Wort, nach dem du suchst. Begreifst du es jetzt endlich? Ich wollte doch nur eine Welt erschaffen, in der mein Pokémon in Frieden leben kann. Adrian, das ist also die Kraft des urzeitlichen Pokémon. Die legendäre Kraft Kyogas, alle Dinge wieder in ihren Urzustand zurückzuversetzen. Das Gleichgewicht der Welt droht völlig aus den Fugen zu geraten. Hör mir zu. Wir machen uns jetzt auf nach Xeneroville. Kyoga ist sicherlich auch auf dem Weg dorthin. Er versucht, die tiefste Ebene der Urzeithöhle im Herzen von Xeneroville zu erreichen. Das ist so ein schwerer Name. Kyoga weiß, dass es dort die Energie vorfinden wird, die es für die Protomorphose benötigt. Kyoga giert nach mehr Energie. Es ist also mehr als wahrscheinlich, dass es nach Xeneroville unterwegs ist. Du bist auch für mich einfach ein Affe. Danke. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen die Verfolgung aufnehmen und unser Möglichstes versuchen. Adrian, ich will, dass du mitsamt Team Aqua mitkommst. Wir haben dieses Unheil selbst verschuldet. Also ist auch unsere Pflicht. Für mich auch. Ey, danke dafür. Auch unsere Pflicht, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ich bin froh, dass ihr so gut von mir denkt. Das ist genau das, was ich wollte. Da ist wieder in Ordnung zu bringen. Komm schon, Adrian. Als Erwachsener ist mir bewusst, dass eine Entschuldigung meinerseits angebracht ist. Das alles tut mir wirklich zutiefst leid. Haben dich lieb. Nicht du, Lakscha. Aber ich habe auch eine Bitte an dich. Hilf uns dabei, diese größte aller Bedrohungen abzuwenden. Ich erwarte dich in Xene. Die Stadt mit dem komplizierten Namen. Ach Gott. Wirklich? Was will Troy jetzt? Bilamba, bitte verzeih meine Verspätung. Aber wir wollten doch zusammen kämpfen, ne? Oder war es Maike? Ich weiß nicht mehr. Es ist einfach grauenhaft. Ich hätte nicht gedacht, dass die Ereignisse, die auf der Wand der Granithöhle zu sehen sind, derart schrecklich waren. Wenn das so weitergeht, wird die Höhenregion... Nein, die ganze Welt wird im Meer versinken. Niemand, weder Mensch noch Pokémon, wird in solch einer Welt überleben können. Diese Regenwolke breitet sich immer weiter aus. Ihr Mittelpunkt ist auch mit der Luftraum über Xeneroville. Warum kann Troy nicht einfach hinfliegen und wir nicht? Komische Namen, auch Prachtpolis City. Ja, ist richtig. Baumhausen City. Wer hat sich das ausgedacht? ja, warum kann er da einfach hinfliegen, ne? Fragen über Fragen, aber er ist der Champ, er darf das. Und was jetzt? Komm schon, lass dir was einfallen, Troy. Genau, schick den Jungen! Der macht das schon! Check ich nicht als Namen für Endstadt. Naja, wie willst du es sonst nennen? Kurz vor Siegestraße Stadt? Es hat keinen Zweck. Hier herumzustehen und zu grübeln ist sinnlos. Vor allem Prachtpolis. Pracht ist ja etwas, was prächtig ist, also toll. Und da ist doch original, ich weiß nicht, ob es jetzt geändert wurde in dem Remake, ein Pokémon Center. Mehr ist er nicht! Und ein Markt. Ja? Prächtige Stadt. Hier herumzustehen und zu grübeln ist sinnlos. In Xeneroville werden wir Antworten finden, ganz sicher. Bilamba, ich zähle auf deine Mithilfe, aber versprich mir bitte, vorsichtig zu sein. Also gut, ja, brech schon mal auf, wir sehen uns. Du machst das schon, Troy. Prachtpolis, aber Polis. Polis ist tatsächlich der lateinische Begriff für polieren und deswegen ist es so, als würdest du etwas prächtig polieren. Nein, keine Ahnung, Mann, das war einfach nur ausgedacht. Keine Ahnung, wofür das Polis steht. was mich jetzt interessiert, das habe ich nämlich damals schon scheiße gefunden. Ich fliege erstmal nach Malvenfrost City. Warum fliege ich eigentlich in dieses Stadtcenter? Bin ich eigentlich doof? Was mich immer getriggert hat, dass es in Gen 3 in anderen Städten nicht geregnet hat. Das alles okay war.
Warum können wir auf Route 118 fliegen? What the fuck? Und seht ihr, was ich meine? Die Welt geht unter und es pisst nicht. Ich verstehe das nicht. Das ist so schlecht. Du kannst doch nicht sagen, oh nein, die Welt wird überschwemmt. Überall regnet es. Ich finde, das ist Plothole, ja? Plothole nennt man sowas. Ha. Okay. Wir machen jetzt erstmal eins. Und zwar... Boah, shit. Komme ich da überhaupt hin? Ohne Surfer? Wir müssen erstmal unsere VM-Sklaven loswerden. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja. Ach. In Moosbach City regnet's, hä? So lächerlich. Naja. Oh Gott. Heilen wir ganz kurz und dann holen wir unsere Pokémon wieder ins Team, die wir dringend benötigen gleich. Und wir gehen noch zum Supermarkt. Wer jetzt nach Xireno will, es ist am Meer. Ja, und die Welt ist das Meer, oder was? Ja? Erklär mir nicht, wie es funktionieren soll. Es regnet nicht. Die können nicht sagen, die Welt geht unter, während eine Route weiter alles trocken ist. Nee, ist für mich absolut nicht nachzuvollziehen. Sorry. Nee, Nicht mit mir. Oh mein Gott, Zedra King ist ein bisschen underlevelt. Oha. So, das ist aber auch nicht so gut, dass King Roger so weit hinten ist. Und Francesca muss natürlich auch noch mal ran. So. Lachhaft. Die Musik ist auch anders. Ich claime den Encounter in Xirenoville. Bin ich jetzt komplett... Also erstmal Xenero will, hatten wir bereits den Encounter. Lief gut. War Nidoqueen. Es war Nidoqueen. Und das hat so gut funktioniert, dass ich mich verdrückt habe und auf Flüchten gekommen bin. Das ist leider kein Witz. Nur Siegestraße ist noch frei, das stimmt nicht. Siegestraße ist natürlich frei, aber nicht nur. Das kann ich schon sagen. So. Hypertränke. Aber Romerion, um nur ganz kurz, hast du nicht? Bin ich jetzt doof? Hast du nicht Mew geclaimed? Ist doch dein, warst du das nicht mit Maxi, mit dem Vornamen? Jetzt bin ich doch gerade... Also, ich weiß nicht, ob ich das gerade verwechsel, oder? Hat das schon Flossbrunnen-Encounter? Nein. Flossbrunnen habe ich auch schon encountert, doch. Flossbrunnen ist auch schon durch. Hm. Ich weiß nicht mehr. Nein. Wer war das denn mit Maxim? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Ach ja, The Greedy Greedent, der war das! Stimmt! Okay, Freunde. Ich nehme alles zurück. Sorry, Romerion. Ey, ey. Hey, sorry, Mann. Wusste ich nicht. Okay, ja. Nächster Encounter ist deiner. Sagen wir es so, wie es ist. Ja? Nächster Encounter ist deiner. Ach so, hätte ich noch was verkaufen können? Gucken wir mal ganz kurz. Wir brauchen Kohle. Denn die Heilung ist rar. So. Da können wir alles lassen. Und warum wurde Roger nicht umbenannt? Wir hatten doch einen viel cooleren Namen. Entschuldigung. Welchen? Das können wir loswerden. Das Flammenmodul können wir loswerden. Sternenstück. Kann das der Taucher gebrauchen? Das können wir auch weghauen. Sternstaub kann weg. Da bin ich ein Sieger der Siegerstraße. Heiko. Gold D. Roger. Das ist so viel besser. Scheuschrauch brauchen wir auch nicht. Drakotafel. Ja, eigentlich was für King Roger, aber... Hm. Ich guck mal, ob ich den umbenenne in Gold D. Roger. Gucken wir mal. Auf jeden Fall fliegen wir erstmal jetzt mal die Story zu Ende machen. Warum konnte ich hier hinfliegen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Verstehe ich nicht, warum ich da hinfliegen konnte. Naja, Xireno will. Der König der Piraten.
Irgendwo auf der Grand Line hat er seinen Schatz versteckt. Ja? Sucht ihn doch. Oh, fuck, nein. Müssen wir rüberschwimmen? Oh, nein. Sag jetzt bitte nicht. Wir kommen nicht dazu dieser... Oder? Nee, shit. Der Weg zum Legi ist ein Encounter und das Legi. Stimmt. Ja, ja, stimmt. Genau. Vollkommen richtig. Och, bitte sag jetzt mir nicht, dass wir da jetzt rüberschwimmen müssen. Haben wir Surfer? Nee. Kürzen wir ab. Ah, es ist so ärgerlich. Es ist so ärgerlich. Aber egal, wir haben die Story fast geschafft, Leute. Wir haben die Story fast geschafft. Ich weiß, ob ich hier lang, oder? Ja, da ist der Weg. Och nö, was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Verdammte Axt. Bilamba, da bist du ja. Ich hatte dich schon erwartet. Dieser strömende Regen ist einfach schrecklich. Man könnte fast meinen, er wolle den gesamten Planeten und alles Leben daraufhin fortspülen. Aber nicht auf Route 118 oder sonst wo. Nur hier. Ach ja, komm doch mal eben hier rüber und hör dir an, was mein Freund zu sagen hat. Dein Freund, hä? Ihr zwei Süßen. Mein Name ist Vasili, ich bin der hiesige Arena-Leiter. Könnten Brüder sein eigentlich, wenn man so sich die Haare anguckt. Klar, Troy hat grau und er wahrscheinlich türkis, aber das sieht fast gleich aus. Darüber hinaus bin ich auch der Wächter der Urzeithöhle. Deshalb weiß ich auch, dass dieser Regen durch eine Kraft verursacht wird, deren Ursprung in der Urzeithöhle liegt. Das ist doch der rote Edelstein. Romerion, du wirst das Legi. Hört schon gut an. Ich verstehe, bitte folge mir. Okay. Ich bin das Legi. Naja. Menschen und Pokémon brauchen Wasser zum Leben und trotzdem bereitet uns dieser Regen nur Kummer und Sorgen. Wenn sich Regenwolken über Xenero will immer weiter ausbreiten, bedecken sie irgendwann ganz Höhen. Wir müssen etwas unternehmen. Und zwar bevor es zu spät ist. Hä? Können wir jetzt endlich mal in die Höhle rennen oder wollt ihr vorher immer noch quatschen, Mann, bis die Welt wirklich untergegangen ist? Mein Gott! Oh Mann, wir müssen uns beeilen! Die Welt wird überschwemmt! Halt, stopp! Wir müssen Dialog halten. Wollen wir uns aufhalten, oder was? Nee, er und die Showdame sind verwandt, also der Arenaleiter und sie nicht Troy. Ne, das war ja auch eher nur ein Witz, ne? Also, jetzt nicht falsch verstehen. Also, wie sehe ich eigentlich wieder aus? Wie ein Lümmel. Sorry. Wir haben dich bereits erwartet. Okay, ja, Adrian. Dann gebe ich dem Rötzlöffel jetzt mal dieses Ding, das wir entwickelt haben. Geht klar. Hörst du das, Kleiner? Cordon hat ein Geschenk für dich. Das Ding nennt sich Aqua-Anzug. Los, greif zu. What the fuck ist ein Aqua-Anzug? Ah. Diesen Schutzanzug hat Team Aqua zusammen mit den Eierköpfen von der Demon Corporation entworfen. Er steckt voller praktischer Überraschungen. Eigentlich hatte ich ja vor, selbst reinzuschlüpfen, um Kyogre gegenüberstehen zu können. Aber McDonald's war einfach zu lecker. Ich habe mir zwei Big Rösti und einen Big Tasty Bacon gegönnt. Und dazu noch einen Doppel-Cheeseburger. Meine Güte, der war so cheesig, ich passe nicht mehr in den Anzug rein. Der Anzug, der im Versteck war. Ach, das ist ja interessant. Endlich finden alle Plotholes, die greifen endlich ineinander, ja. Es wird ein Schuh draus. Naja, jetzt gehört er eben dir. Nur noch ein klitzekleiner Hinweis. Der Aqua-Anzug kann ohne Frage eine Menge einstecken. Aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass das Ding schlapp macht, bevor du Kyogre überhaupt... Ich hab's zu schnell weggeskippt. Dieses wichtige Pokémon lauert nämlich am tiefsten Punkt der Höhenregion. Der sogenannten Höhentiefe. Die Bürgersucht. Ha. Da kann ich dir ein Lied von singen. Ja, so sieht's leider aus. Ich nenne sie auch liebevoll die Burger-Diät. Die Energie, die durch die Höhle fließt, ist so stark. Ich hätte heute Abend einen Burger. Hey! Das ist nicht cool. Ich hätte auch gerne einen. Die Energie, die durch die Höhle fließt, ist so stark, dass wir unsere Berechnungen genauso gut wieder in die Tonne treten können. Ich will gar nicht drüber nachdenken, wie heftig die Strömungen da drin sein müssen. Oh mein Gott, wie heftig! Dann sehe ich keinen Grund zur Sorge. Er trägt schließlich den roten Edelstein bei sich, der schwimmt voll alleine. Ach Gott. Die schmecken mir zum Glück nicht. Burger oder McDonald's Burger?
Dieser Stein birgt uralte Kräfte, die ihm und seinem Pokémon-Team ausreichend Schutz bieten sollten. So ist es also. Aber ja, jetzt erinnere ich mich. Diese beiden Kreise am Pyroberg haben auch so etwas in der Richtung gefaselt. Der blaue Edelstein setzt in Kyogre Kräfte frei und löst so die Protomorphose bei ihm aus. Der rote Edelstein hingegen bewirkt, dass seine Kräfte wieder eingedämmt werden. Ja. Ganz genau. Die Energie, welche die Urzeithöhle durchströmt, ist identisch mit der Energie, aus der Kyogre seine immense Kraft schöpft. Also sollte sich mit dem roten Edelstein logischerweise nicht nur Kyogres Kraft eindämmen lassen, sondern auch die Energie, durch welche die Strömung im Innern der Urzeithöhle verstärkt wurde. Aber die Macht des roten Edelsteins allein genügt natürlich nicht, um die Höhentiefe zu erreichen. Bürger generell, komm nach Hannover, es zeigt dir einen richtig geilen Laden. Ey, wollen wir mal über geile Burger sprechen? Kennt ihr den Laden Burger Me? Also Burger und dann ME dahinter? Meine Fresse. Das sind so leckere Burger, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Witz an der Sache ist allerdings, die liefern nicht mit einem Lieferauto, sondern nur per Fahrrad in einer bestimmten Gegend. Das heißt also so 50 Kilometer, nee, nicht mehr, das ist schon krass, 5 Kilometer im Umkreis liefern die. Oh, die sind so gut, die Burger, und die liefern nicht zu mir. Da muss ich immer abholen fahren, in der tiefsten City, wo ich wohne. Oh, fuck mich das ab. Das sind die besten. Ich wäre so eine Tonne. So, das hat man gar nicht gesehen. Ich wäre so eine Tonne, wenn es diese Burger, wenn die lieferbar wären. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe noch nie so gute Burger gegessen. Wahnsinn. Du wirst zusätzlich den Anzug tragen müssen, den du gerade erhalten hast. Erst dann bist du bereit, dich der Bedrohung der Natur zu stellen. Schöne Sache, das. Wer hätte gedacht, dass sich der rote Edelstein eines Tages in deinem Besitz befinden würde, Bilamba? Sei unbesorgt. Zusammen mit deinem... Ich habe ein Meteor in der Tasche, was willst du von mir? Zusammen mit deinem Pokémon-Team kannst du alles erreichen. Davon bin ich fest überzeugt. Gegenfrage, warst du schon mal bei guten Frittengeschäften? Ich war schon... Es gibt bei mir in der Stadt auch so den ein oder anderen Fritten? Fritzen? Dorfkind. Ja! Du sagst es. Den einen oder anderen Fritzen, Fritzen, der Fritten macht, die sind okay. Hau mich nicht vom Hocker, ich würde nicht dahin gehen, um zu sagen, oh, jetzt eine Portion Fritten. Aber die sind okay. Besser, als wenn man sie halt Mc's oder Burger King holt, tatsächlich. Aber auch Burger Me hat zum Beispiel richtig geile Pommes. Da könnt ihr euch sogar Süßkartoffelpommes holen. Die absolut scheiße schmecken, meiner Meinung nach. Ich hasse Süßkartoffelpommes. Aber ich finde es geil, dass es das gibt. Und meine Freunde feiern das zum Beispiel, die Süßkartoffelpommes. Ich mag sie nicht. Du musst also alleine gehen. Können wir aufhören, über Essen zu reden? Wir hatten gerade eben Burger gegessen. Hä? Du musst also alleine gehen, egal was dich im Inneren auch erwarten mag. Der rote Edelstein liegt in deinen Händen und mit ihm das Schicksal Höhens. Ich krieg Hunger. Hey, du hast einen Burger gegessen, Lakscha. Das reicht doch irgendwann, ne? Ich hatte gerade eben nur Spaghetti Carbonara, ja? Nur. Ist auch lecker, aber ist halt kein Burger. Wir werden unser Bestes geben und alle Mitglieder von Team Magma mobilisieren, um Menschen und Pokémon zu helfen, die aufgrund dieser Katastrophe in Not geraten sind. Macht er gerade eine Durchsage für Miserio oder was ist das? Hannover? Nein, ja, Hannover. Hä? Mehr können wir im Augenblick leider nicht tun. Junger Mann? Junger Mann! Fehlt eigentlich nur noch Sportsfreund. Es tut mir leid, dass ich immer von oben herab mit dir geredet habe. Noch mehr tut es mir jedoch leid, dir eine solch schwere Bürde auferlegen zu müssen. Story of my life. Es ist, so fühlt sich jeder Azubi oder Praktikant, der in seiner Firma anfängt. Du wirst halt nicht richtig entlohnt für die Scheiße, die du machst, musst aber arbeiten wie ein Vollzeitbeschäftigter. Aber wir vertrauen alle auf deine Fähigkeiten. Tut mir echt leid, Kleiner. Wir sind auf deine Hilfe angewiesen. Ich bitte dich, rette die Welt, die ich verhunzt habe. Und kümmere dich um Kyogre. Boah, welch dramatischer Auftakt, Freunde. Welch dramatischer Auftakt. Oh mein Gott! Jetzt auch noch Maike? Bilamba, zuerst hatte ich nur gehört, dass Xeneroville in Gefahr sei. Aber als dann mein Videonavi eingeschaltet habe, war es plötzlich du in den Nachrichten zu sehen. Da konnte ich einfach nicht tatenlos rumsitzen und bin sofort losgedüst. Und bist so langsam. Aber hä? Das sind doch Team Aqua und Team Magma. Ich komme heute aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Da geht wohl gerade etwas vor sich, was meine Vorstellungskraft weit übersteigt, stimmt's? Warum stellst du die Frage, wenn du es weißt? Ja, frage ich am besten gar nicht erst nach was. Ich werde versuchen, dich zu unterstützen, wo ich kann. Ich werde dich unterstützen, wo ich nur kann. In Gedanken bin ich immer bei dir. Muss reichen.
halt die Ohren steif in Ordnung, denn ich liebe dich. Oh, das burnt. Oh, vor allem diese kurze Kameraeinstellung so. Oh, was sagt sie jetzt? Was sagt sie jetzt? Denn schließlich bist du mein allerbester Freund. Oh, Junge, der wurde gefriendzoned. Oh, burn. Oh, shit, ey. Meine Güte. Junge. Oh. Uhrzeithöhle. Und sein Counter ist hier. Jetzt würde ich mal sagen, das ist mal ein Schaf. Level 35. Wir haben einen Flottball. Den können wir benutzen, komm. Romerion, wie ist es? Willst du? Die Friendzone. Hast du Delay? Voltilam, nicht in Höhlen bekannt. Na, so ein Zufall. Möchtest du Remerion oder möchtest du warten, was der Legi wird? Und ich kann auch entscheiden, ob du möchtest mit E, weil du sagtest eigentlich, das E willst du eigentlich nicht, weil du willst nur Romerion heißen. Musst du mir jetzt sagen. Du hast ein paar Sekunden Zeit. Die Zeit tickt. Warum kann ich nur Elektro-Pokémon haben? Du kannst auch noch mal einen aussetzen und warten, was das Legi wird. Musst du jetzt sagen. Legi, alles klar, alles auf eine Karte gesetzt. Er geht all in, meine Freunde. Romerion geht all in. Und am Ende wird's Barschwa. Wie predicted, das wäre lustig, ey. Alles klar. Tja, wie nennen wir jetzt Voltilam? Ja, komm. Scheiß der Hund drauf, ganz ehrlich. So, das ist Volli. Es wurde schon auf den Friedhof geschickt. Ja, das ist ein bisschen doof. Schafi. Ja, das ist zu spät. Das ist zu spät. Oh, wir haben nur noch 4 Top-Shots. Das tut weh. Ja, das ist auch süß. Ich habe nur süße Namen. Wie King Roger. Oh Gott. Sind ja auch verschiedene Wege? Oh Gott. Spezialität. Nein, hast du nicht. Okay. Ich hoffe, ich brauche keine VMs. Sonst schreie ich. Okay, es scheint der richtige Weg zu sein. Deswegen laufe ich mal wieder zurück. Vielleicht gibt es da ein Item. Ich muss jede TM oder VM mitnehmen. Sagen wir TM, VM. Scheiß auf die VMs. So. Hä? Okay, das ist kein Zertrümmererstein. Huhuhuhu. Boah, bin ich gerade froh. Boah, das hätte mich jetzt so getriggert, wenn ich wieder Carpels hätte mitnehmen müssen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Weiter geht's. Meine Güte. Oh, es wird neblig, Freunde. Ich sehe nichts, ich habe Nebel. Oh Gott. Oh, kann ich jetzt einfach bitte runter auf zu wackeln, Alter? Ist hier kein Item? Das ist ja schlimmer als jeder Story-Schnipsel, der noch kommen muss. Okay, wir sind da. Ich speichere mal ganz kurz. Welches Level könnte denn Kyogre sein? Wahrscheinlich 50, oder? Dann gehen wir doch tatsächlich mal lieber auf den... auf Maxim. Maxim hat das beste Moveset. Schauen wir mal, was Kyogre sein wird. Boah, ich bin so gespannt, was es wird. 40. Rätst du oder weißt du's? 40 wäre echt lame. Das ist ja wirklich lame. Oh mein Gott.
Belamba hat den Aqua-Anzug übergestreift. Wissen. Denn Wissen ist Macht. Belamba hat den roten Edelstein am Anzug angebracht. Ich wollte gerade sagen, wo sieht man den denn? Okay. Falsch rum. Oder 45 ist ewig her. A.K.A. 2 Tage. Ewig. Ey, kannst du mich hören, Kindchen? Ich bin's, Adrian. Na, erschrocken? Ich dachte mir, ich melde mich mal über das Kommunikationssystem in deinem Anzug. Fantastische Technik. Wir haben von hier draußen aus ein Signal geortet. Das heißt, dass Kyogre inzwischen eingetrudelt sein muss. Steht es am Ende vielleicht schon direkt vor deiner Nase? Möglicherweise. Verstehe. Dann spitz mal schön die Lauscher. Du musst jetzt all deinen Mut zusammennehmen und auf das Biest aufspringen. Danach muss... Ja. Yeah. Mensch, tolle Special Effects. Verbindung ist abgebrochen. Ist ja gerade mit einem schweren Anzug auf Kyogre gesprungen. Klar, und er ist minimal größer als Kyogre. Willst du mich verarschen? Ist Kyogre nicht riesengroß eigentlich? Okay. Das sieht echt gut aus. Könnte fast meinen, das sieht ein bisschen aus wie Metroid, oder? So ein bisschen special. Level 45. Na, sowas. Ich mag, dass das Poké-Navi unten gestört ist. Seht ihr das? Voll geil. Hier könnten wir raus. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Was wird der Encounter hier? Oh, shit. Ah? Wo ist unser Anzug hin? Das würde er digitieren, Alter. Was aber lustig wäre, wenn im Randomizer schon das Animations-Pokémon, das animiert wurde in 3D, schon wirklich das Randomized-Pokémon wäre. Stell dir mal vor, aus dem Stein wäre jetzt quasi Radfratz gekommen oder so. Das wäre fucking lustig gewesen, ey. Okay. Es ist einfach Quapuzzi. Schöne Sache. Als das Zeichen kam und einfach Quapuzzi draus wurde. Aber schön mit dem Bauch, ich finde das so cool. Der Typ ist richtig der Rest, naja. Das war Quapuzzi, das ist unser Legi. Naja. Romerion hat alles auf eine Karte gesetzt und ist jetzt ein fucking Quapuzzi. Oh. Besser als Minun. Oder Voltilam. Romerion. Mit oder ohne E? Hau raus. Oder willst du mit Apostroph? Romerion, nee. Oder Luxio. Hey, Luxio ist auch nicht so schlecht. Ohne. Das Klärchen. Aber mit Apostroph, oder? Habe ich richtig verstanden. Entschuldigung. Aber im Friedhof mit dir. Oh Gott. Ja, hau mal lieber ab, Junge. Okay, sind wir sicher, dass wir nicht bei Metroid sind?
Okay. Schöne Sache. Und er denkt sich, endlich hat es aufgehört zu regnen. Radioaktiver Abfall, der da runterfällt, oder was? Warum ist das grün? Hab immer noch keine Antwort, warum bei Hannover mit LOL geantwortet hast. Wohnst du auch hier? Du meinst jetzt aber nicht mich, wahrscheinlich meinst du Romerion, oder? Nein, Megasteine. Natürlich. Stell dir vor, dir fällt ein Megastein auf den Kopf. Weil ob du dich dann freuen kannst. Aber eine schöne Sequenz. Tolle Begrüßung von Capuzzi, falls es sich nochmal normal mit Level entwickelt. Tolle Begrüßung von Capuzzi? Verstehe ich jetzt nicht. Könnten ihm ja auch einen Kingstein geben, ne? Dann wird er zu Quacksode wieder heiß. Nee, aber der Freund meiner großen Schwester. Ah! Wie klein die Welt doch ist. Jetzt ist das der Bruder von Lakshya. Überleg mal, wie klein die Welt jetzt wäre. Aber sie hat ja nur eine Schwester. Es ist vorbei. Bye, bye, Unimond. Was wären wir denn ohne dich? Richte deinen Blick nach oben. Dank dir ist der Himmel über Xeneroville wieder wie zuvor. Fantastisch. Nein, hab leider keinen Bruder. Oh, dieses Leider. Das hört deine Schwester bestimmt gerne. Die Energie, die sich in den Tiefen der Urzeithöhle angesammelt hatte, ergießt sich über die Welt. Deshalb wird mir also so warm ums Herz. Dieses Gefühl kenne ich gar nicht. Eben dachte ich noch, dass mich die Angst übermannt. Aber jetzt fühle ich mich plötzlich leicht und befreit. Ja, tut sie. Land oder Meer, Mensch oder Pokémon. In unserer Engstirnigkeit ging es uns immer nur darum, die Welt von einem auf Kosten des anderen zu optimieren. Dafür hätten wir selbst die Vernichtung der Gegenseite in Kauf genommen. Doch nun, da die Welt wieder im Gleichgewicht ist, sollten wir die ganze Angelegenheit gründlich überdenken und einen Neuanfang wagen. Wie siehst du das, Adrian? Mag schon sein. Mark, ich habe schon geschnallt, was du mir hier verklickern willst und du hast natürlich recht. Aber die Sache ist die, ich kann und will mich so plötzlich einfach nicht ändern. Ich weiß genau, wie eine perfekte Welt für mich aussieht. In einer perfekten Welt kann ich Seite an Seite mit meinem geliebten Pokémon leben. Diesen Wunsch kann ich einfach über Bord werfen. Aber mir ist auch klar, dass ich nach dem ganzen Chaos noch schwer Forderungen stellen kann. Typisch Norden. Chaos ist ja wohl die Unterschreibung des Jahres. Du alter Holzkopf! Hättest fast den Untergang der Welt herbeigeführt. Oh Mann, du Klappspaten! Sowas lässt sich... Du Luftpumpe! Sowas lässt sich nicht einfach vergessen und vergeben. Da kannst du betteln, so viel du willst. Aber juckt es dich wirklich, was andere Leute sagen? Du bist und bleibst eben ein Holzkopf. Das wird sich nicht ändern, ob die Leute dir nur vergeben oder nicht. Ich werde an deiner Seite bleiben. Ich werde immer zu dir stehen. Ich verspreche es dir hoch und heilig. Dafür musst du mir aber auch versprechen, nicht dauernd den Einzelkämpfer zu spielen. Du bist jetzt nicht mein... Ach was. Unser Boss! Vergiss nicht, alle von Team Aqua sind deine Freunde. Cordula, es tut mir leid und danke. Ich gehe lieber weg. Welch cringiger Moment. Seufz. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem wir diese Welt an die nächste Generation abtreten müssen. Aber wie soll diese Welt dann aussehen? Können wir mal aufhören zu quatschen? Ich will zur Arena. Was müssen wir tun, um eine Welt zu erschaffen, die es wert ist, unseren Nachfahren weitergereicht zu werden? Sollen wir an einem Strang ziehen und einander helfen? Oder sollen wir uns doch weiter bekämpfen? Die Frage aller Fragen. Wir alle sind es uns schuldig, in uns zu gehen und diese Frage noch einmal gründlich zu überdenken. Kann ich in Cordula gehen oder wie ist das hier? Selbst wenn wir dafür die Fehde zwischen Team Magma und Team Aqua fürs Erste auf Eis legen müssen. Kindchen, wenn du mit dem roten Edelstein umgehen kannst, kommst du mit diesem Ding bestimmt auch klar. Gibt's jetzt einen Magma-Anzug oder was? Gib das hier Kyogre zum Tragen. Damit kannst du seine Protomorphose nach Belieben auslösen und kontrollieren. Die Fragen aller Fragen. Willst du mich heiraten? Blauer Edelstein. Lebt wohl. Bis dann. Der eine. So, auf nimmer Wiedersehen. Und der andere. Bis zuletzt, ne? Team Aqua und Team Aqua haben völlig verschiedene Denkweisen und Ziele. Ich hoffe, dass es mit ausreichend Zeit selbst so grundverschiedene Menschen gelingt, irgendwann einen Mittelweg zu finden.
stimmt nicht. So etwas geschieht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber ich hoffe, dass sie nach allem, was passiert ist, zumindest einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Viele Orte in der Höhenregion sind im Wandel begriffen. Wandere mit offenen... Oh mein Gott, das ist so viel Text. Wandere mit offenen Augen durch die Welten, genieße all die neuen Eindrücke, die sich dir dort bieten werden. Aber fürs Erste empfehle ich dir, den Arenaleiter dieser Stadt herauszufordern. Arenaleiter Vasili, der uns nach Kräften unterstützt hat, wartet bestimmt schon auf dich. Aber sieh dich vor, er ist sehr stark. Andererseits, nach allem, was du geleistet hast, musst du dich bestimmt nicht vor ihm verstecken. Storyfinale halt. Ja, aber das ist echt viel. Hier, das wird auf deiner langen Reise sich als nützlich erweisen. Diese Flöte ist mir sehr ans Herz gewachsen. Probier sie unbedingt mal aus. Äonflöte? What the fuck? Oh. Latias, ja. Latias wird schon auf seinem Rücken durch die Lüfte tragen, genau wie damals, wenn wir zur Insel im Süden gereist sind, hä? Ehrenflöte OP. Aber nur, wenn man Latias hat, oder? Die Menschen, die Pokémon, die Natur. Vielleicht wurde nun endlich die Grundlage dafür geschaffen, dass alle Lebewesen auf diesem Planeten mehr Rücksicht aufeinander nehmen und in Einklang miteinander leben können. Ich kann es kaum erwarten, fliege ohne VM. Okay. Ich kann es kaum erwarten, Zeuge zu werden, wie sich unsere Welt in Zukunft verändern wird. Bilamba, ich frage mich, was für Eindrücke diese Welt bei dir hinterlassen wird und was für Träumen du bestimmten... zusammen mit deinen Freunden... Hä? Warte mal. Was für Träumen du zusammen mit deinen Pokémon nachjagen wirst. Meine Güte. Sollte unser Schicksal aber mal zusammenführen, hoffe ich sehr, dass du mir und meinem Team diese Frage beantworten kannst. Mach's gut. Okay. Jetzt noch Maike, dann haben wir es fast. Puh. Ganz schön viel Text. Aber jetzt komme ich. Endlich sehen wir wieder unter uns. Sind wir wieder unter uns. Nochmal vielen Dank für alles, Bilamba. Obwohl wir damals gemeinsam von Wurzheim aufgebrochen sind, warst du mir immer mindestens einen Schritt voraus. Irgendwann kamst du mir dann unerreichbar vor. Ich habe mich irgendwie einsam gefühlt ohne dich. Ich war nur Spaß, keine Sorge. War nur ein blöder Witz. Du hast wirklich Unglaubliches geleistet. Am besten gönnst du jetzt erstmal etwas Ruhe. Bis bald. Die Ruhe hätte ich jetzt vor 5 Minuten schon haben können, bevor ihr alle losgelabert hättet. Schneidet dann jetzt immer noch so radioaktive Partikel runter oder wie ist das? Tut's nicht. Gut. Dann gucken wir doch mal die Äonflöte. The fuck? Yo, was? Wie geil ist das denn? Als ob hier einfach ein Encounter ist. Ist das jetzt eine neue Route oder bin ich immer noch auf denselben Routen unterwegs? Oder ist das die Route Himmel quasi? Ich wäre lieber das gewesen. Verstehe ich nicht warum. Nein. Heißt Überflieger, darfst du nicht fangen. Shit. Na, ja, bashen wir ihn für die Erfahrungspunkte. Ach, schade. Ey, hör mal, Rumerion, du bist ein Quapuzzi, ich bitte dich. Das kann auch nicht jeder werden. So. Ne, es ist die Routen. Ja, Lakshad hat recht gehabt, tatsächlich. Okay. Nochmal gerade so gerettet. Hauptsache, wir haben einfach mega Latios. Oder Latias. Kranker Shit, ey. Okay. Ist schon bei der Route ein Encounter gewesen. Ja, wir haben tatsächlich... Ich werde in der Box verrotten. Du hast alles in Slegi reingepackt. Also, wer ist ein Voltilam, hätte ich mitgenommen. Wirklich. Ich meine, wer kann bei einem Voltilam schon Nein sagen? Also, ich nicht. So. Beine habe ich extra nach hier gepackt, dann ist die Route 3, Box 3 jetzt nämlich unsere neue Box. Und hier ist eigentlich alles voll, genau. Also unsere Reservebank ist mal prächtig, aber wir haben sie nie benötigt. Wenn King Roger stirbt, kommst du rein. Ich finde gut, dass Lakshad das für uns entscheidet. So, jetzt müssen wir nach Segrasulp City. Glaube ich. Wir machen gleich die Arena, keine Sorge. Wenn du jetzt Voltilam ins Team holst, sage ich, dass du ein Fisch bist. Warum ein Fisch? Natürlich, ich bin die Königsschlange. So. Dachte ich mir doch, dass er hier ist.
So, Freunde, jetzt kann Enra Eb ein Barschwarfisch. jetzt können wir Fliegen verlernen. Oh mein Gott, ist das gut. Was war das denn für ein Ton? Oh Gott! Schrecklich. So. Nachahmer. Samenbomben. Oh, der kann Samenbomben lernen. Geben wir ihm das doch. Schöne Sache. So, jetzt gucken wir. Leg doch die Ehrenflöte auf Y. Das ist eine so fantastische Idee. Ich kenne ja das Item halt gar nicht, ne? Gutes Argument. Tatsache. Vielen Dank dafür. Der Topschutz. Wir müssen jetzt die Arena machen, damit wir Geld holen können. Und dann gehe ich noch ganz kurz die Attacken nochmal durch. So. Nur ein Spezial. Das sind übertriebene Stats von Mew, ne? Ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. Das ist ein krankes Pokémon. Ein kleines Sorgenkind ist nämlich Seedraking. Seedraking hat keine Drachenattacke, die halt mächtig wäre. Nur Wasserattacken, die gut sind. Und ja, müssen wir mal gucken. Siedewasser, das sieht auch alles ganz gut aus. Schützt das sogar besser eigentlich. Ja, bleiben wir dabei. So. Klammergriff, auch gute Attacken. So, und der Angriff ist besser. Das ist der ausgezeichnete Attacke. So, Sondersensor. Boah, perfekt. Oh, Enra Eb ist. Zwar keine Step-Attacke, aber Enra Eb ist gut unterwegs. Tatsache. So, jetzt muss ich nur noch in meinem Kopf damit klarkommen, die Eonflöte einzusetzen. Gibt es eigentlich jetzt jedes Mal eine Zwischensequenz? Jetzt wirklich? Och, mein Gott. Ich glaube, ich bringe wieder Fliegen bei. Hättest du dich einfach abkürzen können? So. Habt ihr Bock auf die Arena? Ja? Ich auch nicht. Oh Gott, ich habe das Gefühl, da werden wir richtig fertig gemacht von dem Level her. Habe ich irgendwie im Kopf. The fuck? Gefrorener Boden. Ach, das war die Scheiße. Stimmt, man muss. Ach so, ja, stimmt. Wie war das denn nochmal? Hä? Als ob. Ich hatte eine Kamera noch geradeaus hoch. Geh mal in die unerforschte Höhle mit Überflieger. Keine Ahnung, was du meinst. Stimmt, ist ja noch ein Encounter. Unerforschte Höhle? Keine Ahnung, was. Ich kenne die Höhle nicht. In einer Linie über das Eis zu gleiten, ein Trainer des Herzbärs an Eleganz nicht zu überbieten. Okay. Welchen Level bist du denn? Tussi, Esteban. Mantips. Leider kein Legi dort. Welches Level? Ach, scheiße, ich hab Mew vorne. Level 41, lächerlich. Kann ich nicht theoretisch zu den ganzen Regi-Stil und so gehen? Sind das die auch noch ein Counter noch? Das wäre auch noch mal was. Ja, moin. Alter. Das ist krass. Machen wir mal 1000 Pfeile. Xerneas ist Fee, aber was anderes weiß ich nicht. Eis? Okay, keine Ahnung. Dann Zio. Geh aus der Arena, drück Ehrenflöte, dreh dich bis roter Stern. Bis roter Stern siehst. Dahin. Okay. Ah, bist du schon Chinese? Nur Fee. Ah, okay. Geokontrolle? Keine Ahnung, was das für eine Attacke ist. Dafür kenne ich das Legi zu wenig. Das war's. Schöne Sache, das. Level 47. Stark. Ramot. Ah. Das ist so lächerlich. Wir hätten da... Danach haben wir den Meisterball bekommen, ne? Aber dafür haben wir Zigarde. Ist auch okay. Ist auch ein gutes Legi. Blutsauger, was? Hat er einfach Blutsauger auf Level 41. Ein stechendes Herz. Ja, das ist halt wirklich... Also wirklich, wie viel Pech kann man haben, um danach den Meisterball zu kriegen? Das ist halt echt, also... Naja.
Ramot hätte ich auch mal gern trainiert. Das ist ein Pokémon, das hätte ich gerne im Team gehabt. Ich hab die Rollladen bei mir runter. Also ich habe hier ein Fenster, das seht ihr nicht. Die Rollladen runter, aber ich sehe, die sind nicht ganz unten. Ich sehe durch die Schlitze die Weihnachtsbeleuchtung meiner Nachbarn. Und die nervt mich, weil ich manchmal immer das Blinken sehe, wenn ich mich bewege. Das ist... Nein, ich habe immer noch Mew vorne. Ah, ich wusste nicht, dass da ein Trainer ist. Ich werde dir die feinen Techniken vorführen, die mir Arena der Vasili beigebracht hat. Och, scheiße, ey. Zedra King braucht die verdammten Erfahrungspunkte, Mann. Ah, gegen Pandia kann ich wechseln. Der sollte eigentlich nichts haben. Oh. Gab es eigentlich in der Gen dieses besondere Pandia, das ein Herz auf der Stirn hatte? War doch, glaube ich, hier, oder? Oder war es auch in der dritten Gen schon? Tiefschlag. Mama Surfer. Ah, ist okay. Aufruhr. Das macht mehr Schaden, als ich erhofft habe. Und es war zum Glück nur ein Volltreffer. Was? Ja, es gibt ein Pandia, das hat ein Herz auf der Stirn. Ist kein Witz. Weiß nicht, ob es ein Anime ist, aber es gibt das auf jeden Fall. Und ich weiß, im Game gab es das auch. Habe ich irgendwo mal gesehen. Google mal. Pandia mit Herz. From Pandia with Love. Siedewasser. Oh, sehr gut. Heimzahlung. Aufruhr auf Turbo, zwar nervig zu fangen, hatte keinen Geist. Stimmt wohl. Siedewasser. Und dann sollte Terry Bark erledigt sein. Wir haben aber viel Schaden genommen. Oh Mann. Pi. Verzeih mir, Vasili. Kein Problem. Seinem Namen verzeih ich dir. Dann heilen wir mal ganz kurz. Da. So. Und nochmal der Trank. Und dann packen wir endlich mal King Roger nach vorne. So. Und dann geht's endlich mal weiter. Ist es resettet jetzt wieder? Nein, ist es nicht. Shit. Ich habe mich verdrückt. Verdammt. Ich stelle mich... Ey, das ist das erste Rätsel. Ich stelle mich an wie ein abgelaufener Joghurt. Leck mich am Arsch, ey. Ah. Fuck, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Warum komme ich denn nicht dahinter? Ich fühle mich gerade so dumm. Ich fühle mich gerade so fucking dumm. Oh mein Gott. So. Wartet mal, ich muss jetzt mal kurz überlegen. Nee, das klappt schon wieder nicht. Bin ich denn komplett doof? Warum geht? Bin ich denn doof jetzt? Hä? Ey, Alter, was? Kann ich eigentlich weiter hochlaufen? Um die anderen Trainer zu machen? Ja, kann ich. Ey, das machen wir doch direkt mal. Oh mein Gott, was mit dem... Gott, war der gerade der Emulator down. Das ist die Arena von Xero Will hier. Ja, bist doof. Ja, ich weiß, aber... Heilige Mutter Gottes. Sag mal, Freunde, was ist das hier mit den Legis? Eine Xerneas, dann Ramot, der mit Koldeo. Meine Fresse. Einzahlung. Pony, ich habe nur beim letzten echt gestruggelt. Danke, das ist sehr aufbauend. Hä, der ist doch... Bin ich doof? Der ist doch Feuer, oder nicht? Hä? Sankt du Klinge? Ist viel Damage. Wasserkampf. What the fuck? Okay. Okay. Wo ist der Feuer? Ich habe das im Kopf gehabt. Weiß ich nicht. Wegen der Mähne. Die ist so feuerrot. Habe ich irgendwie im Kopf gehabt. Weiß ich nicht warum. Sorry.
Ihr merkt, das ist nicht der beste Stream heute. Aber genau deswegen schaltet ihr doch ein. Hoffe ich. Okay. Maxine Level 48. Das ist einfach voll, total OP. Und King Roger nur Level 44. Hm. Das ist doch... Also jetzt mal ohne Scheiß. Zum Fick nochmal. Was ist hier los? Ist das die Arena aller Legis oder was, Alter? Das ist doch nicht mehr normal. Ich hab dir gesagt, warum ich einschalte. Den Stoß. Mio balancen. Gott, halt unnormal AP leider. Aber da haben wir AP plus? Ich meine schon. Könnten wir eigentlich auf Kreuzdonner geben, weil das ist schon eine sehr mächtige Donnerattacke. Absolut. Du kämpfst aber auf einem hohen Niveau. Aber du mit deinen zwei Legis. Okay, heilen wir mal ganz kurz voll. Mio hat schon sehr, sehr viele KP und hohes Level. Das ist eigentlich ganz gut, aber eigentlich auch nicht. Nächster Trainer. Ich werde dir beibringen, dass Kämpfe kein Zuckerschlecken sind. Krebskorps. Natürlich, jetzt kommen die Piss-Pokémon. Da, wo ich abräumen konnte, jetzt kommen die Piss-Pokémon. Meine Güte. Ich habe nichts gegen Krebskorps. Das ist einfach... Zedar King braucht dringend starke Attacken. Verhöhner. Ich dachte, das wäre wieder Protzer oder so eine Scheiße gewesen. Okay, das war Krebskorps. Das gibt wahrscheinlich fantastische 500 Erfahrungspunkte. Ja. Ach komm! Das ist doch jetzt nicht wahr! Was? Also erstmal ist es verarsche, dass es einfach wieder ein Elektro-Pokémon ist, gegen das ich einfach nichts ausrichten kann. Und dann ist es jetzt zum, das zum wievielte Legi und zum dritten Raikou. Da oben ist er. Ach mein Gott, ey. Knirscher. Es ist doch, also, diese Arena ist wild. Die ist einfach wild. Hast du die Seite gewechselt? Hat er. Ja, hat er. Meine Güte. Machen die mich fertig. Oh, du bist ja ganz schön stark. Ja. Letzten zwei Trainer. Danach geht es nur noch um die Rätsel. Ich mach Verräter putt. Mein Pokémon trainiere ich gemeinsam mit Vasili. Glaub bloß nicht, dass ich leicht zu schlagen bin. Was hast du? Mewtwo? Lasst euch nicht vom Glibunkel täuschen. Da kommt bestimmt gleich noch eine Gemeinheit. Einfach ein Raikou rausgeschallert. Ein Ramot. Und so weiter und so fort. Ich habe den Witz verpasst, offensichtlich. Ich habe den Witz verpasst. Oh, das Glibunkel war aber schwach. So, wir nehmen noch Wetten an. Uhafni, okay. Du müsstest doch, glaube ich, Dracheflug sein, ne, meine ich. Nein, ich wollte... Also, sie haben da süße Mietekatzen. Wie heißen die denn? Entei, Suicune und Raikou sind echt süß. Ach, du Ficker. Okay. Wenn du unbedingt gegen den kämpfen willst. Eieieiei. Rückenwind, der macht sie schneller. Nochmal Sondersensor. Klingensturm. Ich habe den Deckel von meiner Flasche verloren. Sorry. So. Meine Güte. Ich bevorzuge Schlangen. Naja, das war ja vielleicht eine Pleite. Okay, versuchen wir es weiter. Wir haben nicht viel Schaden genommen. Die Eleganz, mit der Vasili kämpft. Das war es, was mich dazu inspiriert hat, selbst ein Trainer zu werden. Ja, eher nicht. Forest? Ach, komm! Also, der Randomizer hat Bock. Also, ihr merkt das. Der Randomizer hat absolut Bock. Ja, oder er hat Bock, mir einfach Pokémon hinzuschieben, die mein Zedra King einfach bashen würden.
Das ist doch nicht mal normal gerade. Boah, nervst du mich, ey. Das ist doch nicht mal normal. Ja, no Flower. No Flower sollte eigentlich gar nichts dagegen haben. Oh Mann. Ich sterbe vor Lachen. Hauptsache, du hast Spaß, ja? Genau deswegen mache ich das, damit du Spaß hast, Lakscha. Antikraft tut weh und steigert seine Stats hundertprozentig. Okay. Ja, Mobbing. Hast mich erwischt. Und Gewalt sollte Zapdos eigentlich erledigen. Fantastisch. Level 46. Oh mein Gott, wir sind back in business, Freunde. Ja, nur ein Garados ist ja läppsch. Also hättest du, weiß ich nicht. Dianzi oder Meluetta oder wie das heißt, da genommen, aber das ist schwach. Peinlich, würde ich es fast schon benennen. Peinlich, ohne Legi hier rumzurennen. Ich meine, guck mal in mein Team, ich habe drei. Zwartronen, du kriegst den Blättertanz ab und dann ist Zwartronen auch weg. Fantastisch. Das heißt, wenn wir es jetzt irgendwie durch die Rätsel schaffen, ja, dann können wir nicht zu Vasili. So. Soll ich dir helfen? Wie willst du mir denn helfen? Ich hätte das mal ohne Probleme hinbekommen, aber ich scheitere ja schon am ersten Rätsel. Das ist halt... Es ist so peinlich. So, warte mal, lass mich kurz überlegen. Es ist doch eigentlich gar nicht schwer. Nein, ich habe mich vertan. Ah, fuck, Mann. Ich verdrück mich jedes Mal. Okay, lass uns einfach nochmal rein. Ich glaube, ich hab's jetzt. Ich glaube, ich hab's. Warte, warte, warte. Das kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Fantastisch. Kann ich in die Mitte? Wahrscheinlich nicht, ne? Das war kackt, ne? Was mich immer triggert, dass ich den ganzen Scheißweg nochmal laufen muss. In der dritten Gen konnte ich das easy. Ohne Scheiß. Und jetzt? Moment mal, was? Okay, ich wollte gerade sagen, ey. Als ob ich das jetzt nochmal laufen muss. Okay, so, lass mich mal kurz überlegen. Was sagt man? Ich muss mich so fucking konzentrieren, aber was sagt ihr dazu? Da sind nochmal zwei Trainer! Was? Okay. Fuck, das war falsch. Schon verkackt. Ja, 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 ja. Du hast es bis hierher geschafft, aber zu Vasili wirst du nicht vordringen können. Ich werde dich nämlich besiegen. Ich hab's verkackt, ich hab's auch schon gesehen, ja. So, in dem Moment, ich war nicht mal fertig und dachte mir so, hm, du kommst nicht mehr weiter. Hm. Anton? Level 39? Zeig mal Drachenpuls. Zeig mal Titte. Okay, Anton ist besiegt.
Ist ja klar, es muss ja wirklich wieder Legi sein. Was ist das für ein Witz? Wollt ihr mich verarschen? Gott, ist das nicht unnormal hier. Diese Arena ist so krank. Das ist die Arena der Legis. Sagen wir es, wie es ist. Meine Güte. Oh, Seher ist böse. Oh, Seher ist sehr, sehr böse. Ohne Legi darfst du hier nicht arbeiten. Das ist wohl wahr. Das ist Einstellungsvoraussetzung. Oh Gott. Und Bojelin. Ja. So, schaffen wir das jetzt noch, den schnell zu besiegen mit Drachenpuls? Komm schon. Whirlpool. Oh, Whirlpool kann böse werden jetzt. Macht nämlich fortlaufend Schaden und dann kriegen wir noch den Seher ab. Oh, oh. Kriterium löst Vasili Legi. Ja. Oh, oh. Okay, es war nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Aber es war auf jeden Fall schmerzhaft. Whirlpool. Naja, aber ohne Scheiß, die Arena ist krank. Die ist wirklich krank. Am besten drei auf einmal. Hatten wir doch fast. Hatten wir doch fast. Jetzt wartet mal ab, was Vasili hat. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber holy fuck, habe ich Angst vor dem. Und es war Chloe. Du bist ja stark. Darf ich mich von deinem niedlichen Aussehen täuschen lassen? Dankeschön. Komm ich nochmal irgendwie rüber? Nö. Okay. Alles klar. Runter mit uns. So. Das wollte ich nicht. So. Dann laufen wir wieder runter. Und machen das jetzt in Rätsel nochmal, wo Numerion ein bisschen gestruggelt hat. Das ist eine sehr gute Voraussetzung für mich. So. Ich versuch's einfach mal. Gucken wir mal. Immer wenn ich Vasili von hier aus zusehe, vergeht die Zeit wie im Flug. Okay. Cammy. Parfi. Ich trau dem Braten noch nicht. Da kommt bestimmt noch irgendeine kranke Scheiße jetzt. Ist jetzt gerade ein bisschen gefährlich, weil Parfi bestimmt eine Feenattacke hat, wie Feenbrise oder sowas. Aber schauen wir mal. Dreschpflege? Gefährlich. Nochmal Siedewasser. Runter. Hm, müssen wir mal gucken, ob ich es jetzt vielleicht richtig gemacht habe. Schauen wir mal. Gastrodon. Oh, okay. Schwach. Machen wir Surfer. Sollte neutral effektiv sein. Guter Damage, war ein Volltreffer. Eine Citrobeere, ne? Sinnelbeere? Auf Leveln über 40? What? Das hört sich so falsch an. Oh, ich setze Sinnelbeere ein. Dann kriege ich 10 KP safe wieder. Schmeiß den raus, der hat kein Legi. Ist echt so. Verbrennt ihn, steinigt ihn. Oha. So. Habt ihr das gesehen? Ha, das ist also ohne Scheiß. Ich würde mich jetzt gerade selber ficken. So geil finde ich mich gerade. Boah, fuck, war das gut gerade. Oh mein Gott. Scheiße. Ja, und das sagen wir über einen Typen, der beim ersten Rätsel gestruggelt hat, ja? Ja, können wir mal darüber reden? Oh, herrlich. So, Freunde. Bitte offline, wir wollen das nicht sehen. Apropos offline, ich gehe ganz kurz in eine Pause. Ich gehe kurz auf die Klo, weil ich bin dafür nicht bereit. Ich mache mir gleich fast in die Hose. Also, ich habe aus Angst vor dem Kampf, natürlich. Bis gleich, einen Augenblick.
Freunde der Nacht und der modernen Unterhaltung. Wollen wir weitermachen? Welche Legis fehlen uns noch? Ja, Mewtwo, Arctos, Lavados, Entei. Es fehlen einige. Die ganzen Regis. Generell die Regis fehlen noch. Regigigas sind wir noch gar nicht begegnet. Also, ein bisschen Nachholbedarf. Ich glaube, ich müsste demnächst... Eigentlich mache ich demnächst die Kamera weg und mache da nur noch Legi-Counter hin. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Scheiß auf die Fresse von Let's Play Bilamba. Lass den Legi-Counter auferstehen. So, auf Lauer. Gehen wir gerade mal einen Fick drauf. Und dann gehen wir mal mit Enraib in den Kampf. Und dann beten wir zu Gott, dass Vasili uns nicht auseinanderfickt. Ja? Das wäre ein bisschen kritisch. Erlaube mir, dass ich mich dir erneut vorstelle. Ich heiße Vasili und bin der Arenaleiter von Xeneroville. Würde der Stream um 60% besser aussehen. Endlich sagt's mal einer. Ein Problem erkannt, Problem gebannt, sage ich da nur. Irgendetwas an deiner Ausstrahlung ist anders als zuvor, aber ich kann nicht erklären, was. Der Legi-Counter, ich sage dir. Das ist zumindest mein Eindruck. Ich frage mich, was sich in der Urzeithöhle ereignet hat und welche Rolle du dabei gespielt hast. Vielleicht wird mir unser bevorstehender Kampf etwas mehr Aufschluss darüber geben. Also dann, zeig mir, wozu du und dein Team fähig seid. Im Gegenzug wirst du zu Augenzeuge der einmaligen Wasserillusionen von mir. Und meinen Pokémon. Das war gerade sehr, sehr kringelig. Wie viele Pokémon hast du mit deinem Triforce Arena Orden, Scarlet? Oh, Voltula! Du mieser Wichser! Du bist doch eine miese... Fünf! Der hat fünf! Alter, der hat einfach Voltula. Du bist so eine... Oh. Miese Scheiße bist du. Erdbeben. Machen wir den Wichser fertig, dass er einen Pokémon von mir ist. Stell euch mal vor... Das wäre mal was wirklich Geiles. Stell euch mal vor, der Arenaleiter, der letzte Arenaleiter, würde euer Team kopieren. Auf einem bestimmten Level. Das wäre doch mal interessant, dass ihr gegen euer eigenes Team kämpfen würdet. Oh, Aerodrix. Hast du Gesteinflug? Bist du, okay. Akrobatik. Das hat gerade wehgetan. Oh shit. Das ist gerade ein bisschen kritisch. Ich muss gerade überlegen. Der wird nämlich wieder Akrobatik einsetzen, genau. Okay. Mir hat's abgefangen. Ich habe Kreuzdonner nicht aufgefüllt. Shit. Das ist nicht gut. Oh, das ist überhaupt nicht gut gerade. Okay. Aber seine Stats sind jetzt gering. Oh, Knirscher! Okay, seine Stats sind aber, ne? Unter irgendwelchen Umständen macht Akrobatik, glaube ich, 110 Schaden. Ja, das ist böse. Das ist böse, aber wir haben es überstanden. Ja, klar! Ey, falls ihr euch gefragt habt, welche Legis noch fehlen. Ich habe da eins noch im Petto. Oh mein Gott! Genesekt. Das ist doch einfach krank. Diese Arena ist krank. Das ist nicht die Wasserarena, das ist die Legi-Arena. Das ist doch nicht mehr normal. Legi 1. Shit, ey. Ich bin fucking erstaunt, ey. Oh, vom Antlitz gefegt, würde ich sagen. Ja? Level 49 für Mew. Und dann kommt Pachirisu. Oh mein Gott. Oh, Superzahn ist böse. Ja. Bitterkuss, der wird uns jetzt gerade fertig machen, Alter. Ist jetzt schlafen oder verwirren? Verwirren, okay. Irgendwas Süßes braucht er auch. Ja, ist richtig. Ja. Ich möchte mal den Tag erleben, an dem ich nicht safe weiß, dass ich mich durch die Verwirrung selber treffe. Das wäre mal was Neues. Ladungsstoß. Okay. Okay, ist nicht so schlimm. Ah, Doppelkick.
Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Also ohne Scheiß jetzt, muss ich noch irgendwas dazu sagen? Weil das ist lachhaft langsam, was das Spiel mit mir macht. Boah. Das ist also wirklich... Also, dieses Spiel hasst mich, ne? Wobei, eigentlich hasst es mich ja nicht, sonst wäre diese Randomizer-Nachlock-Challenge... Ja. Schon durch. Ich mach's kaputt. Ja, Gott sei Dank. Magbrand. Ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Letztes Pokémon? Ja, letztes Pokémon. Was hältst du von so einer schönen Bode? Warum hängt der Stream? Der Stream sage ich schon. Oh mein Gott, der Stream hängt wirklich. Der Stream ist gerade nicht gut, ne? Kann das sein? Ich sehe nämlich gerade das so ein bisschen. Logok vs. Pachirisu, Pikachu Fake gewinnt. Stellt euch das mal vor. Beeindruckend. Du hast mir auf eindrucksvolle Weise vor Augen geführt, was für ein hervorragender Pokémon-Trainer du bist. Ich bin froh, dass ich die Bekanntschaft von dir und deinem Team machen durfte. Hatte nur leichte Lags. Ja, dann ist okay. Ich habe aber die ganze. Ich sehe ja diese Ampel da, wie gut der Stream ist. Und er switcht immer so zwischen gelb und da war kurz rot und jetzt ist er so gelb-grün. Das ist gerade nicht gut. Du bist ein würdiger Träger des Schauerordens. Hier bitte, nimm ihn an dich. Ich habe immer noch Lags. Oh Mann, das ist nicht gut. Dem Schauerorden gehorchen dir alle Pokémon. Geh jetzt mal bitte in die unerforschte Höhle. Hatte ich sicher als nächstes vor, wenn ich geheilt habe. Oh, das Tree Force des Wassers. Oh Gott. Ach, und immer auch dies als Andenken unseren Kampf. Hier bitte sehr. Kann ich nicht TM haben? Was will ich mit Kaskade? TM? Nur alle Orden, bla 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 bla. Ich hätte das vorlesen können, aber... Gibt diese Ratte wirklich keine TM? Was ist das denn? Als ob der uns kein Update gibt. Das ist doch lachhaft. Oh Mann, ey. Okay. Dann raus. Unfassbar. Und dann, muss ich die Ehrenflöte einsetzen, hab ich gehört. Kaskade ist doch gut. Es ist eine VM. Ich hätte eine geile TM randomized bekommen können. Oh, Freunde. Heil. Ja, das wäre eine Maßnahme. Aber erst. Gehen wir hier hin. Rosalstadt. Heilen. Ja! Chill! Macht ihr nicht ins Höschen? Was ist denn hier los? Kriegen wir doch alles hin. Außerdem haben wir eine gute Reservebank, habe ich gehört. Eine ausgezeichnete Reservebank. Da wartet so ein Schäfchen auf seinen Einsatz. Ich boxe dich gleich. Aber Schlangen haben doch keine Fäuste. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohle, habe ich gehört. Oh, das ist gute Kohle. So. Dann noch drei Supertränke. Oh mein Gott, die Kohle ist schön. So, Top-Genesung ist ja noch ein bisschen was da. Da ist auch alles in Ordnung. Der Schutz muss auf jeden Fall... Oh, da würde ich am liebsten... Ich mach den voll. Den machen wir voll, denn den werden wir noch... Ja, bei... Nehmen wir mal 18 mit. Sollte eigentlich reichen. Grumerian, du kannst ihn halten. Ich, Du haltest ihn fest und ich schlag zu, dann würge ich dich. Kann ich, bin ein Ameisenbär. Ja, das ist Teamwork vom Allerfeinsten, wenn ihr mich fragt. So, ja, besuchen wir ganz kurz noch den Professor, weil er irgendein Update für uns hat. Was wir wahrscheinlich schon längst haben, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Trotzdem sprechen wir mal an. Und dann geht's weiter. Dann mache ich das alleine, komm her. Hallo Milamba, du scheinst immer auf Achse zu sein, was? Mike hat mir bereits von deinen Heldentaten berichtet. Es gibt etwas, das ich dir unbedingt sagen wollte. Die Sache ist die, seit du diese Angelegenheit in Xeneroville geregelt hast, sind in Höhen Pokémon aufgetaucht, die ich hier vorher noch nicht gesehen habe. Verrückterweise sind das genau die Pokémon, die seit 4 Jahren Gegenstand meiner Forschungen sind. Sie gehören Arten an, von denen angenommen wird, dass sie vor Jahrtausenden hier in Höhlen gelebt haben. Es handelt sich somit um lauter Pokémon, die ich noch nie zuvor gesehen habe.
Nach all den Jahren kann ich sie jetzt endlich hautnah unter die Lupe nehmen. Ich könnte platzen vor Glück. Ich konnte ein Update für den Pokédex zusammengeschustert. Gib mir doch eben mal deinen Pokédex, damit ich dir auch das Update installieren kann. Ich möchte Windows 11 nicht, Mann! Jetzt kannst du über das Pokédex-Menü auch auf den nationalen Pokédex zugreifen. Mach guten Gebrauch davon. Ja, halt die Backen. Ich skippe das jetzt gerade mal. Es war eigentlich total unnötig, dass ich hingegangen bin, aber ist doch egal. So, ihr wollt jetzt, dass ich noch zur Höhle gehe. Dann machen wir das doch. Wo ist die Höhle denn? Wenn sie so unerforscht ist. Sagt mal ganz schnell, im Süden, im Osten. Wo? Hier ist noch eine Insel, bei der ich noch nicht war, ne? Naja, das ist Pausdauer Hafen. rechts von Xeneroville. Okay. Kann ich eigentlich hier landen? Okay, einfach eine random Insel, warum auch nicht, ne? Hä? Achso, er sträubt sich, wenn ich A drücke. Ist ja interessant. Rechts von Xeneroville. Da blinkt irgendwas rot. Unerforschte Höhle, ah, okay. Hä? Jetzt bin ich mal gespannt. Hier sei Aufenthalt unbekannt, okay. Nicht mal ein Item. Reine Luft weht umher. Sie sorgt dafür, dass du einen klaren Kopf bekommst. Was? Was ist das denn? Ein geheimnisvoller Ring schwebt in der Luft. Durch die Öffnung ist etwas zu sehen. Möchtest du ihn dir näher ansehen? Ist das gerade ein Fehler, was ich mache? Hä? Hoopas Kreis. Ach, Hopper! Ach so. Cool, da haben wir Megalon. das ist ein hohes Level. Der ist Psycho, ne? Das ist bestimmt auch Schwebe, oder? Hat er nicht? Okay. Der Flottball wäre gut gewesen. So viel dazu. Spezialangriff. Sollte, glaube ich, sollte eigentlich Vesprit sein. Von den Verzierungen am Boden sah das auch extrem so aus. Fangen wir Megalon. Ist ja noch nicht die Weiterentwicklung, ne? Oder eins der dritten. Hm. Als ob. Psycho Plus setzt ein. Level 50 ist aber auch schon nicht schlecht. Aber hat sie ihr nicht gesagt, es gibt keinen Encounter da? Also beziehungsweise kein Legi dann? Doch, ist die Mega-Entwicklung. Worüber diskutiert ihr da gerade? Es ist eine Uhrzeit? Was? Es ist eine Uhrzeit geregelt? What the fuck? Voll interessant, finde ich wirklich lustig. Das Megalon wird gerade sehr gefährlich für mich. Ein bisschen. Ein bisschen sehr. Nochmal der Hyperball. Schade, dass ich mir den Meisterball habe. Für Megalon. Ah. Ey, sag mal, was ist denn das eigentlich hier gerade? Ach, shit. Boah, so einer bist du also, hä? Okay. So einer bist du also. Och Gott! Nervst du mich gerade, ey? Freunde! Okay. Was mit der Kreuzdonner? Wahrscheinlich nicht viel. Das war wirklich nicht viel. Das mag dich nicht. Nee, mich mag keiner ein einziger Encounter hier, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber gut. Verwirren wir den Guten. Können wir ein bisschen mehr Schaden machen. Stream Freeze. Oh oh. Bei mir. Okay. Nicht gut. Mach nochmal Geschwätz.
Fantastisch. Also ganz ehrlich, Freunde. Wenn er jetzt nicht drin bleibt, hat er es nie gewollt. Absolut unnützes Pokémon gefangen. Yeah! Check! Hat sich dein Stream wieder beruhigt? Okay. Auch nur bei mir. Geht wieder. Schöne Sache. Megalon! Registriert. So, Psyptur. Selfie, please. Das kommt immer zu spät. Sorry. Leider keine Absicht gewesen. Okay, komme ich ja auch wieder raus ohne Probleme? Okay, Gott sei Dank. Unerforschte Höhle. Hast du Pech gehabt? Wohin mit dir? Okay. Dann hoffe ich, dass wir jetzt irgendwo zwischenlanden können und, ja, Prachtpony City erreichen können, weil... Guck mal, jetzt mal ganz ohne Scheiß, Freunde. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. War hier gerade die geile Blumenwiese? Geile Blumenwiese. Krass. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ich sehe Prachtpony City. Und kann nicht landen. Wo ist da der Gag? Wissen wir. Okay. Kann ich hier irgendwo landen, Alter? Hier ist was. Okay. Es ist so lächerlich. Du fliegst da frei rum und kannst nicht da landen. Obwohl du es siehst. Ja? Das ist der Gag. Das ist einfach der Gag. So, wo sind wir hier? Bei den Angler-Dudes. Schöne Sache. Okay. Oh nein! Oh nein! Wir können nicht hoch. Fuck! Wir haben keinen, der Kaskade hat. Oh scheiße, noch eins. Oh, ich hasse... Es ist so unnormal. Ich hasse dieses Spiel so sehr für diese VM-Sklaven. Okay, hey, hey! Wart ihr auch lang nicht mehr in Moosbar City? Cool, ich auch nicht. Lass doch einfach nochmal dahin. Oh! Da ist die Pokémon-Liga wahrscheinlich. Oh mein Gott! Diese VM-Sklaverei. Verlernt Taucher und bringt das gerade bei. Ja, aber es hat ja keiner Taucher im Team. Das ist ja das Problem. Und es ist eine VM, ich müsste noch zum Attacken verlernen. Das ist noch das andere Problem. Dieses Pokémon-Spiel, ne? Mann, Mann, Mann. So, Landtoren und Mew weg. So. So wird doch ein Schuh draus. Brauchen wir für die Siegestraße eigentlich Stärke? Wahrscheinlich, oder? Macht mich bitte jetzt richtig unglücklich. Bitte. Ich will's wissen. Stimmt, brauchen wir die Scheiße. Sedering hatte doch, oder? Nee, nee. Sedering hatte nur Surfer tatsächlich. Nicht, der ist kein VM-Sklave. Ja, Stärke Surfer. Oh mein Gott, hasse ich dieses Spiel. Eigentlich ist Landon auch ein gutes Teammitglied gewesen, aber wäre es gutes gewesen, hätten wir es früher bekommen. Aber jetzt ist er ein billiger VM-Sklave. So. Dann mal rüber. Ach Gott. Wir haben schon fast 2 Stunden geknackt. Wahnsinn. Wahnsinn. Es war hier, ne? So. Und falls du keine Augen hast, auch Blitz. Oh shit, wir sind geliefert. Blitz, was die alles wollen! So. Dann surfen wir doch mal rüber zum Wasserfall. Und bitte lasst mich in... Hä? Hä? Bin ich jetzt doof? Und ich sag auch noch, lass mich in Ruhe mit Encountern. Barfi. Ich will eigentlich den Topschutz nicht einsetzen, aber der... Oh, 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 wir sollen ganz schnell weg mit den Raib. Hupsi. Aber es ist nicht so dunkel wie damals, also man sieht alles. Das dachte ich mir schon. Aber damals war doch die Siegestraße doch nicht dunkel, oder bin ich komplett bescheuert jetzt? Hä? Wollt ihr mich gerade verarschen? Wo ist denn jetzt die scheiß Pokémon-Liga? Oder was? Route 28.
Okay, es war hier. Oh mein Gott, bin ich dumm. Doch, war sie? Ein Trainer? Den habe ich nicht gemacht? Okay, das kann jetzt gefährlich werden. Ist aber nur Cleopatra. Welchem Level? Level 32. Ja, das ist immer noch gefährlich. Dann heilen wir, komm. Dann heilen wir. Nehme ich mir die Runde und gut ist. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Teile. Achso, okay. So. Mogelhieb. Der ist so mogelig, der Hieb. Samenbomben. Ja, das war Cleopatra. Und das ist Level Up. Dieser Part ist nicht mehr normal. Sag ich euch, wie es ist. Das ist nicht mehr normal. So viele Legis habt ihr, glaube ich, selten in einem Stream gesehen, oder? Kranker Shit, der sich hier abspielt. Hör auf, mich zu beißen, Bruder. Und schon wieder ist der Stream schlecht. Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, gleich den Stream zu beenden, Freunde. Das ist eine gute Gelegenheit. Ey, Bruder. Bruder, ich küsse deine Augen, ja? So, Prachtpoly City. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Diese schöne Stadt. Hoch da. Hatten wir hier einen Encounter? Ich meine schon. Lakshya muss es ja wissen. Oh, wunderschöne Stadt. Prächtig. Streamende im Prachtpolis Pokémon Center. So ist das. So ist das. Haben wir noch ein Item? Tatsache. Yo, war der Tornit? Nein, hatten wir noch nicht. Als ob wir in Prachtpolis City keinen Encounter hatten. Das glaube ich jetzt nicht. Das gucke ich gleich nach. Ich muss ja eh noch mich um die Streams kümmern und den jetzt gleich hier hochladen in Stream. Ihr könnt euch auch den alten Stream von gestern nochmal angucken. Der ist aber nicht der Rede wert. Ich bin halt so fucking fertig gewesen. Und wir haben... Also Progress war halt wirklich nicht vorhanden. Habt ihr Items für mich? Das hatte ich mir schon. Warum auch Items schenken? Okay. Ich schwöre. Okay. Dann könnten wir ja noch einen holen. Aber ich schaue trotzdem nach. Das werden wir dann im nächsten Stream erledigen. Ansonsten kommt dann im nächsten Stream, das ist die Siegestraße. Morgen kommt auch kein Stream. Dass ihr da nur Bescheid wisst. Der nächste Stream würde dann für Dienstag sein. Stand jetzt. Ja. Damit ihr auch schön gehypt seid für die Siegestraße und den Champ danach. Den ich wahrscheinlich dann in den Stream danach schaffe. Also wahrscheinlich schauen wir mal. Vielleicht machen wir auch ein bisschen Pokémon-Liga. Who knows? Wenn wir so weit kommen. Na? Freunde, das 2 Stunden 2:30. Ja, genau. Das ist die perfekte Zeit, um eigentlich den Stream zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. War ein heftiger Part. Heftiger Stream. Und ich würde mich so freuen, wenn es mehr Leute sehen würden. Es ist so traurig, dass dieser Stream so wenig Zuschauer hat. Das ist echt belastend für mich. Wir haben so geile Sachen, die sich hier abspielen. Das ist ein Randomizer, der wirklich den Namen mal verdient hat und es sehen original nur Lakshya und Romerion. Das ist schade. Ich würde mich so freuen, wenn mehr Traffic ist. Empfehlt mich weiter, Freunde. Ich habe dich schon weitergeleitet. Ja, bitte. Postet es überall. Let's Baby Lamba ist ein geiler Ficker und der macht nur geile Scheiße. Und er struggelt beim ersten Rätsel des 8. Ordens. Bye, bye. Bis Dienstag möchte mal Best-Offs machen. Kann man schauen. Ja, wäre mal was Cooles. Freunde, ansonsten sehen wir uns zum nächsten Stream wieder. Siegestraße ist dran und danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Stream und ciao.